Zurück zu einem weiteren Horror-Einteiler. Wir spielen heute mal ein RPG-Maker-Spiel, was 2015 rausgekommen ist. Aber das ist 7 Jahre her. Ach du Scheiße. Ich würde gerade sagen, 2015 ist irgendwie so ein bisschen nach der Hype-Zeit der meisten RPG-Maker-Horror-Games gewesen. Auch die Musik, what the fuck. Aber es ist echt schon ein bisschen her. Anscheinend ist das ein richtiger Klassiker, aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe bis vor einem halben Jahr oder so, wo ein paar von euch kommentiert haben, dass das mal spielen soll, tatsächlich noch nie was davon gehört. Oder wahrscheinlich habe ich es damals irgendwo mal auf YouTube gesehen, es irgendwie hochgeladen hat, aber ich habe es nie mehr angeschaut. Ich habe nur gesehen, dass es jemand hochgeladen hat. Aber das soll richtig, richtig, richtig gut sein. Wie gesagt, ich weiß fast gar nichts darüber. Ich weiß, es geht ein bisschen unter 2 Stunden. Ich weiß gar nicht, wie viel es kostet, aber es hat eine sehr, sehr gute Bewertung auf Steam. Ich weiß aber auch nicht, ob der 2015er Steam-Release das eigentliche Release-Datum des Spiels war, ob es vielleicht einfach vorher schon mal rauskam und einfach danach auf Steam rauskam, weil viele Games, wie keine Ahnung, Aoni oder sowas, oder ich glaube, Ebo oder Witch's House und die ganzen Klassiker, Mad Favre und sowas, ich glaube, die gibt's alle gar nicht auf Steam. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber ich glaube, die gibt's alle nicht auf Steam. Das heißt, vielleicht ist das später ausgekommen. Aber ja, keine Ahnung. Ich weiß fast gar nichts über das Spiel. Stray Cat Crossing kann viele Sachen bedeuten. Entweder die Kreuzung der streunenden Katze oder eine streunende Katze überkreuzt irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Es soll natürlich RPG-Horror sein, aber es soll ein bisschen mehr surrealer Fantasy-Stranger-Creepy-Scheiß sein mit einer recht guten Story. Aber weil ich absolut gar nichts darüber weiß, bin ich gespannt, wie die Story sein wird. Ich mache meinen Eiskaffee auf, den meine Freundin mir hier stehen lassen hat, weil sie nun 2 Stück davon getrunken hat. Und ich freue mich darauf, dass ihr jetzt mit mir zusammen etwas snackt, etwas trinkt und dieses Spiel spielt. Die Musik ist sehr creepy. Okay. Okay. Kann ich nur mit Pfeiltasten laufen? Ja, anscheinend. Okay, dann, wenn ich mit Pfeiltasten laufe, sollte ich hier vielleicht ein bisschen. So. Hallo? Hey, alles in Ordnung? Was ist los? Hast du dich verlaufen? Ich habe Angst, ich will nach Hause. Es ist ziemlich spät. Weißt du, wo dein Haus ist? Ja. Da lang. Ich kann dich nach Hause bringen, wenn du willst. Willst du nicht nach Hause? Okay. Alright. Was ist denn los? Kalt. Oh. Hier, nimm meinen Schal. Okay. Besser? Zu eng. Oh, tut mir leid. Ist schon okay. Nicht deine Schuld. Es war nicht deine Schuld. What? Okay. Whatever. Merken wir uns. Wird wahrscheinlich später in irgendeiner Form wichtig sein, okay. Ich bring's in Ordnung. Besser? Bam. Gut. Übrigens, wie heißt du? Cat. Okay. Streunende Katze, Stray Cat. Sie heißt einfach nur Cat. Also sie ist die streunende Cat. Haha, got it. Okay. Sehr schön. Schön, dich kennenzulernen, Cat. Ich bring mich nach Hause. Okay. Ich gehe mal davon aus, die wird wichtig sein, wenn das Spiel nach ihr benannt ist. Fridge Games Presents. Das ist ein sehr schöner Artstyle. I like it. Gehen wir zu ihr nach Hause. Das wird so ein Alice in Wonderland mäßiges Ding. Es wirkt von der Musik her und von den Aesthetics sehr Alice-mäßig, aber I like it, ich bin gespannt. Okay. Die Musik ist sehr gut. Gleichzeitig so ein Ambient-Droning, so ein Schrecken, der auf einen zukommt und was leicht Fantasy-mäßiges. Das ist eine coole Mischung. Gefällt mir gut, weil normalerweise hatten leider oft RPG-Maker-Games schwache Musik, viel zu glückliche Musik oder unpassende Musik, aber hier gut gemacht. Gut, sehr, sehr, sehr stilsicher. Okay, hier ist in Ordnung. Ich habe übrigens überlegt, ob ich jetzt das aufnehme oder endlich mal The Crooked Man, weil ich habe Crooked Man, glaube ich, nie aufgenommen und nie komplett gesehen, aber ich weiß, dass es großartig war. Es kommt demnächst mal als Einteiler, also keine Sorge. Falls es übrigens noch ein paar andere RPG-Maker-Games gibt, die
ich unbedingt mal spielen soll. So die Top-Top-Level, so, keine Ahnung, so eure Top 5 All-Time-Favorite RPG-Maker-Horror-Games. Schreibt mal ein paar in die Kommentare, weil ich habe die meisten zwar entweder gesehen oder gespielt, aber es gibt bestimmt ein paar, die ich übersehen habe. Von mir aus auch ein paar, die schon ein bisschen älter sind, ist mir egal. Bist du sicher? Ja. Na gut, dann. Oh, Moment, ich muss hier kurz mein Fenster in Ordnung bringen. Welcome back, Friends. Okay, also ich schätze, sie will alleine rein. Wir sollen ihr nicht helfen. Goodbye. It wasn't your fault. Wofür auch immer das stand. Danke. Hey, warte, mein Schal. Okay. Ich kann diesen Schal nicht verlieren. Ich brauche den. Okay. Okay, kurze Theorie. Weil am Anfang des Spiels erwähnt wurde, dass es nicht unsere Schuld war und das extra nochmal so aufgeblendet wurde, scheint das ja in irgendeiner Form eine Relevanz zu sein. Meine Theorie jetzt. Wir werden am Ende des Spiels in irgendeiner Form einen Zeitloop oder sowas haben und wieder zum Anfang des Spiels zurückkehren und dann wird das It wasn't your fault in irgendeiner Form eine Rolle spielen. Wahrscheinlich stimmt das nicht, aber das ist meine aktuelle Theorie. Hallo? Tür ist offen. Rein? Nein. Okay. Können wir vergehen? Gibt's ein. Oh, ich kann sprinten. Gibt's einfach ein optionales Ende? Okay, ich brauch den Schal. Mann, no. Der scheint es richtig zu sein, ne? Hallo? Okay, Tür ist offen. Rein. Cats Haus. Cat? Bisschen ungruselig, aber hypnotisierend. Okay, was mit dir? Wer bist du? Bild? Ja. Nicht bewegen. Okay, das ist eine coole Idee für eine Safe-Mechanik. Dass einfach ein Bild von uns gemacht wird. Cat muss hier lang gegangen sein. Ja. Wenn nicht da, aber ich kann auch hier gucken. Der Spiegel ist so dreckig, ich kann meine eigene Reaktion nicht sehen. Reaktion, Reflexion. Nicht sehen. Ja, die Reaktion kannst du wahrscheinlich auch nicht sehen. Und so dreckig ist. Okay. Okay, Küchenstuhl. Also ein Hocker. Okay, Atmosphäre-Switch. Basement. Cat, bist du hier drin? Tür ist verschlossen. Okay. Okay. Schau dir die Hexe an. What is design? Okay. Look what the cat dragged in. Haha, okay. Ja, guck mal, was die Katze angeschleppt hat. Cat. Ein Gast. Wir müssen gut für unseren Gast aussehen. Wir hätten noch niemals einen Gast gehabt. Okay. Ein wunderschöner Anblick, oder? Okay, das ist eine wunderschöne Lüge, oder? Nicht, haha. Was ist mit dem? Wer seid ihr? Tu nicht so unschuldig, haha. Hast du es gehört? Seltsam. Ja, sie hat uns noch nie getroffen, oder? Hat sie? Hat sie nicht? Interessant, oder? Also, sie ist toll, oder nicht? In dem Sinne interessant. Habt ihr ein kleines Mädchen gesehen? Ein kleines Mädchen? Bist du nicht ein kleines Mädchen? Haha. Ich würde gerne gehen. Sie würde gerne gehen? Gehen? Wie kann sie es wagen? Gibt's keinen Weg raus? Raus? Ja. Zweifle ich daran? Ja. Oder zweifelst du daran? Ein Wunsch. Ich verlange einen Wunsch. Okay. Tu mir den Gefallen, dann kannst du gehen. Okay. Was soll ich für euch tun?
Was sie für uns tun soll, fragt sie. Bitte, Miss, es ist keine schwere Aufgabe. Oh. Okay. Okay, dieser 15.000 verschiedene Beleidigungen. Haufen Mist hier. Kannst du mir seinen Namen sagen? Ist dieser Hund neben euch oder was? Was ist das? Hört. Dann kannst du gehen. Wenn du uns zurücklässt, wäre das sehr unfreundlich. Okay. Soll ich raten? Was ist das? Ein Hund, glaube ich. Was möchtest du? Okay. Können wir speichern? Können wir durch? Ja, können wir. Picture. Strange. Okay. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie gefährlich sind, aber ich glaube, ich sollte denen zumindest hier erstmal etwas entgegenkommen. Und ich brauche einen Namen. Interessant. Wo kriegen wir wohl einen Namen her? Vielleicht können wir Cat fragen. Was hängt hier? Ein toter Vogel hängt hier über dem Babybett. Okay. Planetenmodell. Okay. Wait. Okay, ein Planet Model und hier ist ein Plane Model, okay. Ein Schädel. Der Mund ist verkettet und zu, okay. Eine Decke. Mit pinken Hasen. Gelbe Enten. Okay, ist das ein Rätsel? Vielleicht? Kann ich es lesen? Ein altes Tagebuch lesen. 18. Mai 1912. Okay, um ehrlich zu sein, finde ich ihren hinteren Garten genauso terrifying, wie ich ihn faszinierend finde. Okay, die Kreaturen, die dort leben, können nur als monströs bezeichnet werden. Und dennoch die Pflanzen, die hier ihre Wurzeln schlagen. Ich hätte mir solche niemals vorstellen können. Okay. Die Flora scheint ordinär zu sein, ganz normal, aber deren Eigenschaften sind, wie soll ich es anders sagen, magisch. Okay, als Beispiel, das Extrakt einer Rose gibt Wärme von sich, selbst in den kältesten Konditionen. Der Rest ist durchgestrichen. Okay. Extrakt einer Rose brauche ich für irgendwas. Grüne Chemikalien. Rote Chemikalien. Alright, ich schätze, hier muss ich erstmal nichts machen. Wo kann ich den Käfchen gucken? Birdcage without a bird. Ich meine, hier ist ein Bird. Vielleicht kann ich das später abschneiden oder so. Was weiß ich. Okay, hier ist, glaube ich, erstmal nichts. Vielleicht habe ich hier irgendwas gelernt. Wer weiß das schon. Kann ich hier durch? Ne, kann ich wegschieben? Eine Eisskulptur von einem Schwan. Wunderschön. Okay. Dafür brauche ich wahrscheinlich das Rosenblatt, ne? Damit ich das schmelzen kann. Okay, kann ich zurück irgendwie? Nee, ne? Das ist doof. Was möchtest du? Nix, schätze ich. Kann ich mit ihm reden? Ich kann ja nicht durch, ne? Doch, so. Oh. Kannst du mir seinen Namen sagen? Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ruse. Falsch. Jetzt geh weg. Okay, keine Ahnung. Da wird wohl doch da unten irgendein Tipp gewesen sein. Das Rosenextrakt wird so willkommen sein. Ich meine, wo soll ich denn sonst hin? Du wirst mir kaum was sagen, ne? Ja, du willst ja nicht mit mir reden. Spiegel? Nö.
Okay. Das Fahrrad. So, nicht, dass ich mit irgendeinem kleinen Gegenstand irgendwo interagieren und irgendwas wegschieben kann oder so. Deswegen gucke ich mal jetzt überall hier. Nee, aber hier ist nichts. Hab ich ein Inventar oder so? Hab ich irgendwas? Nö, scheint nicht so. Ja, ist hier irgendwas in den Seiten? Nee. So, ist irgendwas mit einem langen Text hier? Das hat irgendwas zu bedeuten. Das wäre die Art von Rätsel gewesen, die ich von so einem Spiel erwartet hätte. Das soll nicht Rose sein, ne? Ich meine, das ist die Lösung für ein anderes Rätsel wahrscheinlich. Ich gehe mal für die dämlichen Lösungen durch. Ja, okay. Hm. Der hat mir nichts gesagt, ne? Muss es doch eigentlich in dem einen Raum sein. Wenn man es drauf drücken, auch nicht. Es gibt manchmal komische Lösungen für so Rätsel in anderen Spielen, deswegen gehe ich jetzt mal alles komische durch. So, es muss irgendwas unten sein. Aber was ist hier denn? Wird irgendwas nicht interagiert? Hier sind Ketten losgeschnitten, ne? Ja, die sind kaputt. Pink Rabbits. Yellow Ducks. Das ist ein Vogelkäfig, also der wird da nicht drin gewesen sein. Ja. Hm. Ich meine, nichts davon klingt wie irgendein Name. Ich könnte jetzt natürlich jedes Wort hier raten, was existiert, aber das wird wohl kaum die Lösung sein. Ist in der Mitte irgendwas? Grüne Chemikalie. Test Tubes. Take Test. What? Okay. Empty Glass Test Tube. Gut, also ich muss jeden einzelnen Millimeter untersuchen, ne? Rote Chemikalie. Habe ich jetzt das Rosenextrakt da drin? Wahrscheinlich, ne? What the fuck? Okay. Dann, ja. Rote Flüssigkeit drüber kippen. Ist instant geschmolzen. Okay. Eieiei. Okay, fies. Fies. Ich dachte aber, das wäre hier vielleicht eine Lösung für später, dass ich wirklich eine Rose finden muss. Aber gut, dann war es ja alles ein bisschen simpler. Ah. Nuts. Ah. Nuts. Okay, der will Nüsse haben. Gut, ich interessiere jetzt wirklich mal jeden Millimeter. Goldene Plakette. Erinnerung an Dr. Johann Faust. Okay. Die Büste von jemandem Wichtigem. Ein altes, ja, Film, okay. Können wir da wohl gleich reinmachen, aber ich schaue mich erst ein bisschen mal darum. Können wir die Musik ändern oder so? Warum ist hier eine Lampe drin? Gute Frage. Ein Bass ist kaputt. Ist eine Gitarre? Alte Gitarre. Hat irgendjemand durchgebrochen? Projektor-Screen. Okay, dann ändern wir mal den Film. Der läuft selber. Film reinlegen. Babyface Productions. Babyface. Okay, Babyface. Ich glaube, die beiden heißen Babyface. Ah. Oh, hallo. Bitte mir ein Ei an. Ei nehmen. Schlechte Idee.
Sei hier reinlegen wahrscheinlich. Nein. Nicht schon wieder. Bitte nicht. War der Name jetzt Babyface oder heißt es? Oder anscheinend. What the fuck? So wie ich es verstanden habe, ist dieses Vieh das ursprüngliche Babyface-Ding. Und wenn Leute mit dem interagieren, übernehmen die irgendwie sein Gesicht oder sein was auch immer. Auf jeden Fall waren die beiden, die da standen, anfangs noch normal. Und die haben sich irgendwie nach dem Interagieren mit dem Ding darin in irgendwas anderes verwandelt. Okay, Babyface? Okay, dann stand da wahrscheinlich. Irgendwas im Video am Anfang? Mal gucken. Ja, okay. Faust. Okay. Ah, got it. So, ich will mal kurz gucken, ob die anderen beiden. Nee, das sah normal aus. Okay, die tauschen die Gesichter. Mhm. Die Frage, ob das eine Faust-Anspielung ist, ob es irgendwie der Teufel ist oder so? Maybe? Aber okay, das ist auf jeden Fall Faust, der Hund. Der scheint aber ja nicht mehr das ursprüngliche Böse in sich zu haben. Ist ja anscheinend jetzt der. Aber ich bin mir auch nicht genau sicher, glaube ich. Und vielleicht ist das auch nicht so tief, man soll es gar nicht sehr hinterfragen. Aber das Ding hat auf jeden Fall irgendwas. Irgendwas ist mit dem. Korrekt? Wie? Du hast geschummelt. Muss sein. Muss so sein. Können wir nach noch einer Sache fragen? Können wir? Müssen wir. Okay, wir dürfen sie nicht hassen. Okay. Wenn du noch was für uns tust, dann wird es wieder gut sein. Okay. Wir tun was für dich, wenn du was für uns tust. Bring uns das Lieblingsessen. Ram ist nicht eine Ziege, ein Bock, glaube ich. Ein Bock, ne? Ja. Lieblingsessen des Bockes. Los. Keine Ahnung, kann ich raus? Nee, ne? Nee. Er will nur ein Ei. Ja, was haben wir denn sonst? Falsch. Okay. Entschuldigung. Können wir dir irgendwas geben? Ein Hund, glaube ich. Sagst du uns was Neues? Los. Ramble. Jetzt irgendwas Neues mal. Wir haben ein Ei. What the fuck? Okay, neues Tagebuch. Ist die gleiche Seite? Ja, ist wohl das gleiche. Okay. Never mind. Ja, hab ich schon. Was ist? Clover Concentrate verbessert dein Bewusstsein. Okay, gib mir die Möglichkeit, tote Sprachen zu verstehen. Das Grüne. Okay, tote Sprachen zu verstehen. Das sind zwei komische Viecher. Wie schön. Kann ich es fühlen? Nein. Aber ich kann mit euch reden. Eine rote Inschrift auf dem Totenkopf. Toss a rat. Steht hier drauf. Warte, MW. Shit. Kann ich hier noch einen Testtube nehmen? Ja. Das Grüne nehmen. Yep. Und jetzt müssen wir verstehen, was sie sagen. Okay. Und? What does?
The Ram's Key. The Bird. Welche nehmen? Birdcage before the Bird. Ich meine, der guckt da doch gerade drauf. Ist das damit gemeint? The Ram seems to be facing the far wall. Also irgendwas hier hinter mir? Hier, schaut ihr hin. Hier ist aber nichts. Aha. Was? Was hat hier ein Loch geöffnet in der Wand? Soll ich reingehen? Ja. Okay, ist ein Keks oder so? Okay, ein alter Hocker. Bücher. I like it. I like it. Sehr cool, okay. Gut, als Bücher. Was haben wir? Eine Erdnuss. Erdnuss nehmen. Na gut. Das sind ziemlich fiese Rätsel hier. Also nicht im Spiel selbst, sondern so innerhalb der Story. Wie verlangen die von uns, hier das rausbekommen? Wahrscheinlich wollen die nicht, dass wir es rausbekommen. Die wollen einfach hier für immer bleiben, ne? So, hier. Eine Erdnuss. Bitteschön. Ich habe mich für das Ei haben. Falsch, falsch, falsch. Was? Ach, ja, never mind. Erdnuss für den, Nussknacker. Und der gibt uns dann irgendwas. Bitteschön. Ist das eine Erdnuss? Sieht so lecker aus. Kann ich die haben? Dankeschön. Vielen Dank. Hier, ein Schlüssel. Bitte komm zurück. Später. Schlüssel? Wofür brauche ich einen Schlüssel? Wo, wie, was war nochmal Inventar? Irgendwas Komisches. X. Okay. Okay. Ein alter Film, der heißt mein wundervolles Gesicht. Okay. Ein rostiger Schlüssel. Riecht nach Walnüssen. Okay. Ja, Plakette. Ich hätte ihn ja wohl kaum da unten einfach benutzen können. Vielleicht ein Spiegel oder sowas ganz komisches? Kenn ich aus, ne? Ne, passt nicht. Okay. Ich finde es cool, dass das Spiel in so einem kleinen Raum spielt. Das ist so ein, bis jetzt zumindest, in einem sehr, sehr konzentrierten Gebiet, wodurch man halt nicht so viel rumlaufen muss und einfach random Sachen probieren muss, sondern man probiert einfach die Lösung, die man hat. Immer wieder und kommt dann ein bisschen auf eine logische Schlussfolgerung. Okay, war hier nicht irgendwas? Ketten. Eine Decke, Pink Rabbits. Ich kann mit dem Schlüssel den Mund öffnen. Okay, zwei Herzen sind aus dem Mund gefallen, die zusammengewachsen sind. Ah, das ist das Lieblingsessen vom Ram. Ja, okay. Herzen. Got it. Okay. Ich schätze, das ist die Lösung. So. Doppelte Herzen. Richtig. Es isst gerne menschliche Herzen. Richtig? Richtig? Unmöglich. Geht nicht. Das hättest du nicht wissen können. Das hättest du nicht wissen können. Das hättest du nicht wissen können. Wie? Jetzt. Wir werden es erlauben. Aber. Okay. Zählt, was für uns getan wird und was für sie. Mhm. Ein Gefallen für ein Gefallen. Ich meine, Favor for Favor war doch immer mehr oder weniger so einer der Leitsprüche, wenn es um irgendwelche Deals mit dem Teufel geht, oder? So ein Deal für ein Deal, ein Favor für ein Favor. Ich glaube, das soll implizieren, dass wir hier mehr oder weniger mit dem Teufel zu tun haben. Weil entweder sind das die oder die hatten damit zu tun. In welcher Form auch immer, keine Ahnung. Okay, aber das bedeutet, dass du uns immer noch was schuldest. Ist das so? Okay. Eine Sache noch. Sing uns den perfekten Song vor mit der perfekten Stimme. Ein Song. Mit welcher Stimme auch immer du willst. Okay. Ich
gehe mal davon aus, wir werden jetzt hier unten wieder was Neues sehen. Wir werden das letzte Getränk da unten schlucken müssen oder was auch immer. Ja, okay. Weiter geht's. Alles Tagebuch? Ja, ach, übrigens ist das hier geschrieben worden zu dem Datum, wo unten bei der Plakette das Todesdatum war von Faust. Okay. Wird wahrscheinlich irgendwas mit zu tun haben. Können wir vielleicht später mal drüber nachdenken. Okay. Ja, ja. Essence of Violet. Belebt tote Kreaturen wieder. Okay. Und die Person, die das geschrieben hat, wollte unbedingt abhauen. Okay, es ist ihr krankes Baby, was mir am meisten Angst macht. Ja, das ist durchgestrichen. Okay. Nehmen. Yep. Blau nehmen, dann wahrscheinlich einen Vogel wieder beleben, oder? Yep. Let's go, Birdo. Singst du für uns? Wahrscheinlich ist das nicht die Lösung, ne? Das ist wieder viel zu simpel. Aber wir können es trotzdem erstmal probieren. Vielleicht sagen die irgendwas dazu. What the fuck? Okay. I like it, weil bis jetzt wirkt es halt alles mehr so ein bisschen Fantasy-Strange-mäßig, aber ab und zu gibt es so ganz komische, creepy Sequenzen. Das ist eine gute Mischung. Ich hoffe, das bleibt so, da wird ein bisschen gruseliger. Es klappt nicht, oder? The Bird wird nicht singen. Doch? Wirklich eine schöne Stimme. Aber der Song. Es ist falsch. Müssen wir jetzt erstmal irgendwas anderes beibringen oder so? Kann vielleicht mit dem Typen hier unten reden? Oder er frisst den Bird. Okay. Dankeschön. Redest du mit uns? Okay. Nichts auf der anderen Seite. Diese Pflanze ist echt. Sieht aus, als ob sie eben erst gewässert wurde. Was hier, können wir mit dem Faust-Dog reden? Ne, gucken sie auf uns zu. Ein Hühnchen. Hallo. Okay, ein Klavier, was selbst spielt. Der Vogel scheint den Song zu mögen. Den Vogel näher halten. Wahrscheinlich soll er den Song lernen, ne? Got it. Ist ganz cool, dass man jedes Mal halt so quasi die falsche Lösung direkt am Anfang machen konnte, aber auch nicht gestorben ist dafür, sondern einfach sagen, ja, nee, nicht ganz richtig. Dann immer noch mal einen Schritt weiter gehen muss. So, let Bird sing. Perfekt, einfach nur perfekt. Tote Sachen sollten tot bleiben, oder nicht? Sollten sie das nicht? Sollten sie das nicht? Könnten sie das nicht? Sollten sie das nicht? Haha. Haha. Naja, du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Aber hatten wir nicht auch Spaß gehabt? Ja. Warum willst du so schnell gehen? So früh? Nach dieser wunderschönen Musik? Naja, warum bleibst du nicht einfach ein bisschen? Nur ein bisschen. Wir finden, du bist echt super. Du bist echt super. Wir sind uns sicher. Also? Also bis jetzt hat das Spiel ja keine Instant-Tode oder sowas gegeben, weil wir irgendwas falsch machen. Deswegen sagen wir einfach mal ja. Ja, nur ein bisschen. Schön, es wird Spaß machen. Wer weiß schon, wann wir fertig sein werden. Spaß für immer. Für immer und 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 immer. Ja, okay, I got it. Toll. Fuck off, bin ich jetzt wirklich tot? Oh, come on. Ich hab extra gehofft, dass genau das... Was? Nein. No. So, nein. Nein. Du musst wirklich gehen? Naja, schade.
Naja, wir haben es versprochen, oder nicht? Haben wir nicht? Wir werden dich vermissen. Ja? Die Tür nach draußen ist offen. Du kannst gehen, wenn du willst. Wenn du willst. No fucking comment. Okay, dann, ja. Dann gehen wir jetzt halt. Gut, dann... Was? Das war nicht so vorher. Press A to jump. Hold shift, what? Okay. What the fuck? What the fuck ist das? Okay, speichern. Können wir runterspringen? Können wir sterben? Er würde dich nicht gehen lassen, weißt du? Ne, wir können nicht runterfallen, okay. Können wir drüber sprinten? Ne. Fragezeichen. Okay, ich mag, in welche Richtung das geht. Ich bin sehr verwirrt, meine aktuelle Theorie ist immer noch irgendwas mit dem Teufel oder irgendwas Teufelähnlichem, aber irgendwas mit dem Baby da? What the fuck? Warum? Warum hast du uns verlassen? Niemand hat uns jemals eine Chance gegeben. Warum hast du uns verlassen? Wir hatten niemals die Chance zu leben. Warum hast du uns verlassen? Warum? Es ist deine Schuld, weißt du das? Warum hast du uns verlassen? Warum? Yeah. What? Ich überschreibe damit definitiv nicht meinen ersten. Irgendwas stimmt hier nämlich nicht. Okay, what? Jesus Christ, okay, läufst du vielleicht mal? Nicht gehen. Okay. Nicht hängen bleiben. Got it. Vergiss mich nicht. Auch wenn du mich nicht mehr magst, bitte vergiss mich nicht. What is going on? Das Cat. Wir brauchen einfach nur unseren scheiß Schal. Fragst du jetzt echt nach deinem Schal? Geht's einfach nur um den Schal? Wir mochten mich nicht mehr. Okay. Mom hat sie bald erwartet. Im Sinne von... Wollte sie gebären oder hat sie wirklich erwartet im Sinne von Besuch? Ja, okay, die Zwillinge. Also Mami und Benny haben mich nicht mehr gebraucht. Deswegen bin ich gegangen. Deswegen sind die Zwillinge so wütend. Die Zwillinge. Mom und Benny. Sind alle gestorben. Ich habe sie getötet. Okay. Sure. Tote Dinge sollten tot bleiben. Cat hat einen Deal mit dem Teufel gemacht, um ihre Mom und die Zwillinge wiederzubeleben. Vielleicht, keine Ahnung. Was, warum bin ich... Wie bin ich drauf? Was? Cat's Haus. Diesmal hier lang. Garten. Schon wieder. Du bist ein bisschen selbst schuld, ne? Ich meine, das ist nur ein Schal. Wow, danke. Wieso freut ihr sich so, dass sie ein Bild machen darf? Whatever. So, mir? Who dude? Wer kann mir sagen, was eine Uhrzeit es ist? Schlafenszeit. Who dude? Wer wagt es, einer Eule zu sagen, dass sie nachts schlafen soll? Also war es falsch? Keine Ahnung, was habe ich da gemacht? Habe ich hier irgendwas... Ich kann nicht springen oder so. Diese... Okay. Pflanzen sind überall...
Kann ich das Schild hier angucken? North Pond, South House, ja, okay. Dinner Time. Wer wird denn mein Dinner sein? Okay, ich schätze mal die. Ja, ich würde sagen, wahrscheinlich ändern sich die damit. What bist du denn? Schon wieder zurück, so Schätzchen? Entschuldigung. Setz dich, Schätzchen. Ich werd den Kessel anmachen. Entschuldigung, aber wer bist du? Wer ich bin? Warum? Wer ich bin? Hast du ein kleines Mädchen gesehen, was ein grünes Kleid trägt? Oh, meinst du etwa die kleine Cat? Okay. Nein, ich schätze, ich habe sie leider nicht gesehen seit dem Unfall. Was für ein Unfall? Ich mache mir so Sorgen um mein kleines Baby. Dein Baby? Die Spinne. Sie hat mein Baby genommen. Okay. Bitte bring mir mein Baby zurück. Sure, werde ich machen. Oh, schon wieder zurück? Setz dich. Ich werde den Kessel anmachen. Nein, alles gut. Okay. Kann ich jetzt irgendwas? Kann ich zur Seite durch? Nee. Ich schätze mal, ich mache jetzt mal das Erste. Guck, was sich verändert, dann mache ich das Zweite. Ich gehe mal davon aus, wir können an verschiedene Orte gehen, je nachdem, was wir machen. Nein. Hat hier unten was verändert deswegen? Nee, war eingesperrt. Tea Time. Nee. Vielleicht müssen wir an der vorbei. Was? Dinner? Ich glaube, Dinner war das, ne? Ja. Bedtime war auch nicht möglich durchzugehen. Wer wird denn da mein Dinner sein? So, kann ich irgendwie seitlich? Nee, kann ich da vorbei? Oh, okay. Nee, kann ich nicht. Soll ich nur mit dir quatschen? Wieder zurück, ich werde den Kessel mal. Nee. Lass mal. Ja. Kann ich vielleicht aus? Kann ich zu einer bestimmten Uhrzeit raus? Ja. Willst du mir was sagen? Bild, ja. Wow, danke. Immerhin ist die glücklich, wenn wir ein Bild von uns machen lassen. Das mag dir. Oh, ja. Wie kann ich hier so zur Seite laufen? Ist hier irgendwas? Nein. Ich meine, muss ich ja irgendwie. Ich gehe jetzt mal nicht aus, dass bei einem von den vier Dingen ich werde, obwohl vielleicht doch. Ich gucke mal kurz oben, ob doch irgendwas ist. Ich wüsste nicht was, aber. Kann ich hier irgendwie seitlich drüber? Irgendwas machen? Nee. Du willst nicht mit mir reden? Ich meine, wir sollen ein Baby wiederfinden, naja. Oh, wow, okay, das ist ein bisschen fies, ne? Okay. Bullshit, das ist ein bisschen Bullshit hier. Wer bist du? Ich habe keine Ahnung. Bist du böse? Ich speichere lieber mal. Picture? Ich bin so wütend. Vielleicht bist du ja nachts nicht wütend und nachts schläfst du? I don't know. Grr. Ich bin so wütend. Was? Okay, du willst uns nicht durchlassen. Das ist eine Uhr. Okay. Ich dachte, es irgendwelche Pflanzen oder einfach ein Weg oder sowas. Ich habe nicht hinterfragt, warum hier halt einfach was spawnt um eine bestimmte Uhrzeit. Aber okay, das ist eine Uhrzeit. Ja, okay. Ist ein bisschen fies, wenn man von unten nicht sehen kann, dass hier ein Zeiger sich verändert von der Position. Also, das ist ein sehr gut gedachtes Rätsel, aber die Umsetzung ist ein bisschen fies. Okay. Picture? Ich speichere jetzt einfach die ganze Zeit, ist mich paranoid.
So. Gut, gehen wir hier rein. Raus. Oh, Entschuldigung. Kann ich irgendwas anderes machen? Da ist ein alter Schrein. Hier oben was machen? Nein. Das Holz brennt langsam zu schimmeln, okay. Ja. Ja, die Uhrzeit wahrscheinlich, ne? Bedtime. Vielleicht müssen wir reinschleichen, wenn die schläft. Bedtime ist wahrscheinlich, beide Zeiger sind oben, oder? Get out. Ne, dann vielleicht... Tea time? I don't know. Nee, sonst probieren wir das Dinner und das erste, ne? Vielleicht will die einen Tee mit uns trinken. Vielleicht hätten sie nur rausgeworfen, wenn es nachts ist. Nee. Okay, ja, komm. Ja, alles ein bisschen durchprobieren ist ein bisschen... Aber naja. Okay, Lunchtime. Wahrscheinlich ist das letzte, ne? Wahrscheinlich ist es Dinner-Time. Bin ein bisschen schläfrig. Get out. Oh, komm. Nichts davon vielleicht? Vielleicht ist das... Mal sehen. Oder hatten wir das schon? Ich glaube nicht. Nee, okay, gut, dann lassen wir das. So, welche Ursache muss ich jetzt machen, damit ich hier wieder raus kann? Dann müssen wir nach rechts gehen. Unten ist das jetzt. Das ist Dinner-Time, ne? Das heißt, Bedtime müsste links sein. Ich meine, das ist 9 Uhr. Okay, machen wir danach. Tea-Time, ne? Ja, machen wir Tea-Time, dann können wir nach rechts gehen. Meine, so funktioniert das. Ja, oben, rechts, unten, links. Okay. Yep. Picture? Hey du. Ich? Ja du. Du Hässliche, komm her. Das ist eine schlechte Idee. Hol mich hier raus. Bist du dämlich oder so? Beeil dich, bevor sie zurückkommen. Wer zurückkommt? Ja, die wahrscheinlich. Genau die. Eine Wolfsspinne, wortwörtlich. What the fuck ist das? Au! Freunde, guck mal, wer gekommen ist. Okay, du hast wirklich sehr viel Mut, dich hier zu zeigen. Okay. Endlich. Endlich keine Maden mehr. Oder Raupen. Bist du die Spinne? Eine Spinne wo? Ob wir die Spinne sind, fragt sie. Wir sind Wölfe, du Genie. Sehr hungrige Wölfe. Okay. Habt ihr was dagegen, wenn ich das hier mitnehme? Dieses Ding? Ey. Ob wir was dagegen haben, wenn ihr das Ding mitnimmt? Weiß ich nicht. Ey, gleiche Frage. Natürlich würden wir was dagegen haben. Okay. Hat sonst noch jemand Hunger? Sei ruhig. Die vier Wölfe sind übrigens nach den Jahreszeiten, wenn dann wahrscheinlich das irgendwas mit dem Rätsel gleich zu tun. Okay. Kannst du nicht sehen, dass wir hier gerade in irgendeiner Diskussion sind? Ja, sind wir? Okay. Ich bin davon ausgegangen, dass Wölfe nicht miteinander verbunden wären. Ist aber so. Okay. Das war diese dämliche Sphinx. Okay. Ich habe euch allen erzählt, ich habe euch alle gewarnt, dass sie Magie beherrscht. So, hungrig. Okay, wir waren mal freie Wölfe. Okay, aber dieses gottverdammte Sphinx hat uns zusammengenäht.
Ich habe euch erzählt, dass ihr Ärger wäre. Wahrscheinlich müsst ihr dafür sorgen, dass sie nicht mehr verzaubert sind und dann können wir die Raupe mitnehmen. Okay, ich habe jetzt echt genug. Ihr labert nur die ganze Zeit. Kann ich jetzt... Psst, hey. Ja. Okay, sag den Wölfen, dass du nach irgendeiner Lösung suchst bei der Sphinx. Vielleicht kommen wir dann doch weg. Ja, dachte ich mir schon. Okay, was? Glaubst du mir nicht? Okay. Also. Ich habe echt keinen Bock mehr auf euch. Ihr zieht mich die ganze Zeit runter. Ich habe die alle noch nie gemocht. Entschuldigung. Was denn? Du hast besser einen richtig guten Grund, uns zu unterbrechen. Ich kann die Sphinx ja nach einer Lösung fragen. Du willst was tun? Bist du verrückt oder so? Sie wird dich lebendig essen, Mann. Ja, das ist unser Job. Aber es wird trotzdem sehr schön, nicht mehr mit diesen Idioten verbunden zu sein. Gut, dann red halt mit der Sphinx. Aber du kommst echt besser zurück. Oder wir werden deinen Kopf essen. Und was mit mir? Okay, wir werden das hier behalten, bis du zurückkommst. Okay, ja, wo ist denn die Sphinx? Ist das links? Die eine, wo ich dich rein darf? Muss ich denn versuchen, mit der labern zu können? So. Das ist ein Unglück hier. Hätte ich vielleicht mal zuerst in der rechts gehen sollen. Dann hätte ich mir sehr viel Zeit gespart. Okay, nee, das ist eigentlich noch... Nein, fuck. Ich glaube, Tea Time war richtig. Das müsste eigentlich hier rechts sein. Okay, jedes Mal diese halbwegs lange Animation mit dem Zeitwechsel ist ein bisschen nervig, wenn man das so oft machen muss. So, will ich mit dir labern? Vielleicht kann ich sie irgendwie fragen nach Hilfe oder so. Okay, den ganzen Tag warten wir. Warten, dass Daddy nach Hause kommt. Okay. Sure. Bedtime. Vielleicht können wir jetzt hören. Weil wir jetzt vielleicht ein bisschen mehr Kontext haben und wissen, warum wir da rein wollen. Vielleicht können wir irgendwas sagen. Hallo? Ja, jetzt geht's natürlich. Okay. Eine Vase mit Blumen. Aber auch ohne Blumen. Blumen sind auf der Vase. Aha, got it. Aha. Ah, also Girl kommt zurück. Returns? Was meinst du mit, ich komme zurück? Okay. Ah, das Mädchen kann sich nicht erinnern. Bist du die Sphinx? Manche nennen mich so, ja. Aber ich nenne mich selbst die Frau. Das Mädchen ist zurückgekommen, um die Frau zu fragen, ob sie die Wölfe wieder auseinandernehmen kann, oder? Wie hast du das gewusst? Okay. Die Frau weiß viele Dinge. Aber sie kann sich nicht um diese Angelegenheit kümmern. Warum nicht? Ekelhafte Kreaturen, diese Wölfe. Sie müssen dafür bezahlen, was sie getan haben. Was haben sie denn getan? So oder so. Es ist schon zu lange her, dass die Frau eine rote Larve gesehen hat. Eine was? Eine rote Larve. Nichts würde die Frau glücklicher machen. Wenn das Mädchen der Frau eine rote Larve bringt, boah, ey, bin ich so heiser, dann wird die Frau vielleicht die Wölfe auseinanderbringen. Okay. Wo kann ich eine rote Larve finden? Okay, das Mädchen kann eine rote Larve finden, wenn sie das Labyrinth betritt. Aber pass auf, vielleicht kommst du nicht zurück. Los. Ist jetzt oben oder wo muss ich denn hin? Wo ist denn das Labyrinth? Ist jetzt oben, jetzt kann ich oben durch? Oder what? Ich finde, immerhin müsste der Weg genau richtig sein, ne? Ja. Soll ich gleich mal mit dir reden? Oh. Pass auf die Blumen auf. Manche von denen werden ich gern betreten. Okay, ich darf nicht auf Blumen treten. Okay. Okay, ich mag ja das ganze Fantastical Setting und so, aber ich finde es ein bisschen doof, dass halt die Wege immer erst dann frei werden, wenn man auch genau dann dahin soll. Weil ich meine, es gibt keinen Grund, warum jetzt dieses komische Monster-Ding weg ist. Außer es ist halt alles irgendwie nur in unserem Kopf oder sowas. Aber wir hätten ja theoretisch auch hier hinrennen können und irgendwie Sachen finden können, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie brauchen oder so.
Ist ja ein bisschen unglücklich, weil ich alles komplett falsch rum gemacht habe. Okay, rote Pflanzen wahrscheinlich nicht drauftreten, ne? Gehe ich mal von aus. Okay. Okay. Ich stehe auf die blauen auch mal nicht drauf. Hallo. Pass auf die Blumen auf. Oder wirst dich ver... Was? Oder wirst dich verlaufen? Okay. Ich musste gerade auf eine rote laufen, dass nichts passiert. Okay, ich versuche trotzdem auch so wenig wie möglich zu treten. Was mit dir? Okay. Der junge Meister wird leicht aggressiv. Er möchte kämpfen. Aber er rennt trotzdem weg. Wieso rennt stattdessen weg? Wie durch oder so? Nee. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang. Was mit dir? Grrr. Ich bin so wütend. Rote Larve. Hallo. Weißt du, wo ich eine rote Larve finden kann? Niemand will eine rote Larve und ein Passwort finden. Hast du das Passwort? Ja. Keine Ahnung. Y. Falsch. Ich habe keine Zeit für sowas. Vielleicht kann ich jetzt noch das links folgen? Nein, das wollte ich nicht. Yeah, LL. Big L. Okay, nochmal. Vielleicht sagst du dazu irgendwas. Hallo. Also, die Sphinx hat mich... Was? Die Sphinx hat dich geschickt? Ich hasse sie. Verschwinde. Okay. Dann frage ich halt irgendwen. Warte, ist der Weg hier gerade zugegangen? Jetzt ist er wieder offen. Okay. Also, je nachdem, auf das Dach nicht trete, gehen Wege auf oder zu. Gar nicht. Hast du irgendwas gesagt, das mir helfen könnte? Ich will das Passwort wissen. Ich werde einen Tipp geben. Jeder hat eins. Oder einen oder eine. Everyone has one. Okay, wie viele Buchstaben? Ja. Temper? Schade. Okay. Ich schätze, ich frage die andere Larve nochmal. Wo waren die? Everyone has one. Helf mal. The Ram's Son. He raves, retains the worms. What? Ist das ein Tipp? Ich weiß es nicht. Bringt es irgendwas mit den Pflanzen zu laufen? Mach ich dann vielleicht manchmal einen Weg auf oder so? Okay, dich will ich mal fragen. Er vermisst sie wirklich, das arme Baby. Wahrscheinlich der Boy. Poor Boy. Okay, was vermisst er denn? Okay, jetzt ist frei. Aha. Du hast gesagt, ich wäre krank. Das ist nicht gemeint. Das ist nicht so gemeint, oder? Das ist nicht so gemeint. Okay. Ist hier oben was? Nee. Knappe Sache. Kann ich den Weg hier freischalten?
Nee, so nicht. Ich weiß nicht mal, ob die mir was tut, wenn ich die berühre, aber ich versuch's lieber mal zu verhindern. Okay, ich glaube, ich bin resettet. Ich glaube, hier war ich eben. Aber das haben wir eben noch weiter oben links. Was ist denn das Passwort? Everyone has one. Sechs Buchstaben. Schatten. Nicht Fido. Was? Ist ein Spiel jetzt gecrashed? Really? Fuck off. Wo habe ich gespeichert? Okay, bis gleich. Okay, ich speichere jetzt nochmal. Jetzt vertraue ich dem Spiel noch weniger, nachdem es gecrashed ist. Also gehst du in das Labyrinth? Das solltest du nicht tun. Okay, die gibt mir ab und zu Tipps. Gut zu wissen. Mir gibt das Spiel so ein bisschen... Ja, mit den Blumen, ja, habe ich schon verstanden. Mir gibt das Spiel so ein bisschen Earthbound-Vibes. So noch ein bisschen mehr Horror-Version von Earthbound. Das gefällt mir sehr gut. Okay, hier muss ich wahrscheinlich nochmal speichern. Aber ich will jetzt eigentlich nicht nochmal Schatten eingeben. Vielleicht ist das Ding eben gecrashed. Ich glaube es nicht, aber... Nö. Ich habe eine Idee. Ich bin jetzt tatsächlich drauf gekommen, weil ich Earthbound erwähnt habe. Mother? Hat jeder eine Mutter? Ich meine, würde halt Sinn ergeben. Es würde ein bisschen zur Thematik des Spiels passen. Wo war denn das? Hier links irgendwo. Hier hoch, ne? Nein, nicht der Geist, geh weg. Ja, wo war der? War der hier? Ach ja. So. Nee. Ah, da bist du. Grrr, ich bin so wütend. Weißt du, ob ich eine rote Larve habe? Ja. Bitte crash nicht wieder. Ich finde, es passt halt auch, ne? Ich gehe mal davon aus, man könnte dann noch mehr Tipps finden, weil einfach nur jeder hat eine. Ist ein bisschen... Es können halt 20 Millionen verschiedene Sachen sein, ne? Ich meine, klar, zur Thematik des Spiels. Okay, aber... Fies. Okay, du bist schlauer als die Wölfe. Ich verschwinde von ihr. Okay. Hier ist irgendwas. Doch nicht? Was ist das denn? Sieht sehr tief aus für einen Teich. Ist der Mondteich? Ist leer. Gut, war sehr schön gemacht. Okay. Ein Vogelbad aus Stein, kein Wasser drin. Okay, nur mit vier Füllen, nicht mehr, nicht weniger. Sie hat mich hier gefangen. Bitte hilf mir. Okay, wie viel passt da rein? Mit vier Füllen. Als es aussieht. Schön. Ah, okay, got it. Hier sind drei drin. Wahrscheinlich ist das halt so ein Rätsel mit hin und her kippen, ne? Kann ich das hier reinkippen? Fail. Ja, wie viel passt da denn rein? Was? Ich muss den kleinen zuerst füllen. Okay, füll mal. 3, 3. Wie viel passen das andere? 5, ne? Ich werde dich mal kurz testen, ob dann wirklich 5 reinpassen oder 6, wie auch immer das ist. Weil je nachdem ist das Rätsel anders. 5.
Ja, okay. Got it. Dann kippe ich das jetzt weg. Nenn ich... Ach! Mir doch. Nee? Gar nicht. Fuck. Ich wollte das andere. Ich hätte jetzt andere in der Hand gehabt. Okay, aber... kann ich es aber irgendwie noch... Kann ich es noch retten von hier aus? Oder muss ich es komplett von vorne anfangen? Ja, ey. Okay, ja, ich hatte das in den einen Liter drin, hätte ich jetzt andere leeren müssen, hätte ich den einen da reinkippen müssen, den einen nochmal voll machen und dann beide rein, dann habe ich halt 1 plus 3 gleich 4. Ja, das ist ein bisschen nervig, aber jetzt weiß man halt die Lösung und wie es gehen soll, aber die mechanische Umsetzung davon ist halt ein bisschen unklar. Das ist so eine persönliche Hassmechanik von mir. Wenn man ein Rätsel verstanden hat und im Kopf schon gelöst hat, aber halt mechanisch noch umsetzen muss und es relativ langsam ist. Es ist immer so, ja, ja, ich weiß. Ich muss jetzt einfach halt die drei rüberkippen, dann habe ich einen übrig, dann muss ich den einen leer machen, dann den einen Liter wieder rüberkippen und dann nochmal voll machen, dann die drei nochmal rüberkippen. Ja, okay, so. Nein, nicht nehmen. Füllen. So. Okay, jetzt wieder rüberbringen. Dann die fünf wegmachen, einen rüber. Das ist, okay, es ist sehr viel hin und her getrage. Okay. Ja. Nehmen. Leer machen. Ja. Ja, jetzt hier hinstellen. So. Nehmen. So. Ich will es jetzt nur noch mal dreimal lesen, ob ich das Richtige drücke. Weil wir den ganzen langsam hin und her laufen. Ja, es ist... Ich mag solche Rätsel eigentlich. Es ist halt ein cooles Logikrätsel, aber... So, füllen. Ja. Jetzt nochmal mal das Kleine voll machen. Okay, Kleine. So. Füllen. Okay. Kann ich jetzt beide tauschen. Okay. Ich dachte, wenn einer von den beiden leer ist, könnte ich die vielleicht tauschen oder so, aber nein, natürlich geht das nicht. So. Ja. Schön. Haben wir's. Okay. Blub, blub. Jupp. Okay. Kommt er jetzt raus? Ja, scheint so. Hello, Friend. Danke, dass du mich befreit hast. Sie hat mich hier gefangen, weil sie gesagt hat, ich wäre dämlich. Naja, ich bin vielleicht halb so smart, aber ich habe dafür doppelt das Herz. Jetzt sind wir Freunde, oder? Ich liebe dich. Ja, klar, warum nicht? Hey, ich werde dich niemals verlassen, mein bester Freund. Oh. Okay. Das tut mir jetzt natürlich ein bisschen leid. Ist das... Ist da ein Baby drin? What the fuck, ist irgendwie... Ist die Larve da drin? Nee, ne? Hier ist nicht die Larve da wie hingestellt oder so ein Scheiß. Ich muss wieder manuell durchlaufen, na gut. Oh. Okay, wo war der Weg? Oh. So hier und dann runter. Nee. Also hier hätte mich das Spiel jetzt auch von mir aus einfach mal unten hin porten können. Durch das Labyrinth durch. So. Okay. War hier nicht einmal irgendwie eine Möglichkeit, unten durchzulaufen? Ja, so. Alright, hallo. Speichern bitte. Du hast es geschafft. Can I take a picture? Die ist schon ganz niedrig. Okay. Richtige Uhrzeit? Ja, richtige Uhrzeit. Nee, doch, ja, nein. Soll ich zu ihr gehen? Für die rote Larve und zu den Wölfen? Ich glaube zu den Wölfen. Oder? Ich probiere es trotzdem kurz. Okay. Vielleicht sagt sie mir irgendwas. Habe ich die rote Larve gebracht? Ja. Okay, doch. Nee, stimmt, die Wölfe wollten auseinandergebracht werden von ihr. Okay. Ja.
Dann gebe ich ihm mal die Larve, die eigentlich bei mir bleiben wollte. Hallo, woher kennst du meinen Freund? Ah, eine schöne Farbe an dir. Bitte folgen Sie der Frau. Hast du schon meinen neuen Freund getroffen? Ist sie nicht die allerbeste? Ich liebe sie. Die wird jetzt einfach brutal abgeschlachtet von der, oder? Hallo? Isst sie dir einfach? Ja. Diese Frau hat ihr Herz vor langer Zeit verlassen, also zurückgelassen. Es tut der Frau sehr leid. Okay. Der Wille einer Frau muss stark sein. Also, das Mädchen hat getan, was von ihr verlangt wurde, oder? Also wird die Frau sich an die Abmachung halten. Hier diese magische Schriftrolle wird den Fluch verbannen. Bin ich mir sicher. Ja, ich bin mir sicher. Die Wölfe müssten es besser wissen. Okay. Dann gehen wir. So. Nochmal speichern? Vielleicht sagst du uns irgendwas Süßes. Picture? Das ist mein Highlight des Spiels. Ja, Uhrzeit. Na gut, die ist weg. Okay. Die ist halt sehr wahrscheinlich nicht so happy mit uns, ne? Berechtigterweise. So. Titan. Komischerweise ist bei dem Spiel echt der Schwachpunkt halt das Gameplay, ne? Weil einfach das Rumlaufen, die ganze Zeit irgendwelche Sachen drücken, langsam, weil es ein RPG-Maker-Spiel ist. Das hält es ein bisschen zurück. Das ganze künstlerische, soundtechnische Story und Charaktere und so sind echt stark. Und echt cool, interessant. Aber so das Hin- und Herlaufen und wirklich Sachen machen, das ist irgendwie. Ist nicht super schlecht, aber ist halt der Negativpunkt des Spiels. Okay, bist du schon zurück? Hast du mit der Sphinx geredet? Hat sie auf jeden Fall nicht. Okay, niemand kann sich mit der Sphinx anlegen und kommt in einem Stück zurück. Wir haben es doch geschafft. Okay, in einem Stück ist... okay. Nicht gut. Ja, wir haben ihr Kind gegessen und sie uns jetzt uns an. Wir sitzen hier zusammen in einem Stück. Also, sie hat mir diese Schriftrolle gegeben, um euren Fluch zu brechen. Wahrscheinlich töten wir die damit, ne? Hat was getan? Ja, hast du gut gemacht. Ich habe immer an sie geglaubt. Ja, die sind so nett zu uns, dass es jetzt der Schock ist, dass sie die töten damit, oder? Wahrscheinlich explodieren die oder was auch immer. Okay, gut. Wir werden die Raupe gehen lassen. Aber nur, nachdem du uns befreit hast. Okay. War, Famine, Pestilence, Death. The Four Horsemen of the Apocalypse. Shall pull ye apart and set ye free. Ja, wir killen die. Die Wölfe müssen es besser wissen. Sag goodbye zu den vier Jahreszeiten. Verdammte Sphinx. Du, okay. Ich habe ihren Körper nicht zurückbekommen, ne? Du hast uns das angetan. Ja, die wurden halt getrennt. Genau das, was sie wollten, aber... gut. Jetzt unsere Chance. Nimm mich mit, wir hauen ab. Aha. Okay, tut uns leid. Können wir dir helfen? Diese Sphinx. Ich hätte sie bekommen, auch wenn es das Letzte ist, was ich tue. Du hast das getan. Ja. Wir hätten nicht essen sollen, als wir die Chance hatten. Wir haben dir vertraut. Ja, ich meine, wir konnten das ja auch nicht wissen. Das können wir jetzt auch nicht so viel für. So, was machen wir jetzt? Wir haben... wofür haben wir jetzt? Ich weiß nicht mal, wofür wir das gemacht haben.
Ich muss jetzt gehen. Sofort, bevor sie kommt. Okay. Okay, was auch immer aus diesem Kokon rausgegangen ist, hat ein Chaos hinterlassen. Da ist ein Schlüssel drin. Schlüssel nehmen. Okay, ich schätze, nehme ich mit. Bye bye. What the fuck? Cat. Haben Sie Cat gesehen? Okay, Sie sagen, dass Sie dich vermissen. Was ist das? Bist du Cat? Nein. Stimmt, du bist nicht Cat. Cat. Warum bist du gegangen? Okay, sie wollten dich nur halten. Sie haben dich sehr geliebt. Sie haben dich sehr geliebt. Cat, wo bist du? Okay, what? Das super komische ist, die Rätsel und die Schlüsselgegenstände im Spiel sind so seltsam, dass wenn ich einen Gegenstand bekomme, ich nicht mal mehr sicher bin, wofür ich das überhaupt gemacht habe. Ich sehe halt vier Wölfe, die zusammengebunden sind. Für die muss ich irgendwie zu einer Sphinx gehen und die Sphinx will eine rote Larve haben. Dann hole ich die rote Larve, ich weiß gar nicht mehr, wofür ich das gemacht habe, und dann rette ich eine andere Larve und die war dafür, um irgendwie einen Schlüssel aus dem Baum zu bekommen. So, what? Okay, der Key passt. Ich meine, es passt natürlich, okay, auch wenn du ein bisschen anders aussiehst. Ich hoffe, dass ich nicht so anders für dich aussehe. Okay. Okay, geh sicher, also sei sicher, dass du dich gut darum kümmerst. Es ist ein sehr wichtiger Schal. Sagen wir das gerade zu ihr? Übrigens, was ist dein Name? Ach nein, sie hat das zu uns gesagt. Was ist dein Name? Keine Ahnung. Mein Name? Was ist dein Name? Cat. Schön, dich kennenzulernen, Cat. Komm, wir bringen dich nach Hause. What? Ich muss diesen Schal holen. Okay, what? Oh. Sehen wir auf dem Bild irgendwas? Meine Mom, mein Dad und ihre Tochter. Sie lächelt nicht. Eine Babypuppe. Alt und staubig. Okay. Sieht neu aus. Kleines Bett. Kleiner Nachtstand. Es ist sehr dunkel draußen. Der kleine Prinz. Von einem französischen Mann mit einem besonderen Namen. Through the Looking Glass. Mathilda. Ich habe dieses Buch geliebt. Okay, warum weißt du das? Holzblöcke. Mom. Dad. Okay. Ich bin mir nicht genau sicher, was hier die Story ist. Ich bin gespannt. Also anscheinend sind wir Cat. Oder wir denken, dass wir Cat sind. Okay, das ist Mom. Das ist Dad. Oder andersrum, whatever. Auf jeden Fall Mom und Dad. Okay. Familienporträt. Das Kind ist ausgegraut. Kann nicht mehr nach draußen gucken. Dachboden. Okay. Hallo? Oh, mein Schal. Du gibst ihn mir? Danke. Das ist ein magischer Schal. Was war das? Wenn du ihn trägst, wirst du immer warm und sicher sein. Hast du das gerade? Okay. Genauso wie wenn du mit deinem lieben alten Benjamin zu tun hast. Wer bist du? Bitte. Bitte erinnere dich. Okay. Hier die Candle öffnen. Öffnet sich nicht.
Penny. Nein. Gibt's einen Benjamin? Sydney. Nein. Crystal. Nein. Riley. Logan. Milton. Okay. Suche ich nach einem bestimmten? Benjamin. Geht nicht auf. Rose. Ist eine Rose dran. Rose nehmen. Okay. What? Das scheint irgendwie eine Ansammlung von allen Leuten zu sein, die wir kennengelernt haben, ne? Hier. Außer, wie auch du bist. Popcorn. Popcorn. Schon 3 Pennies. Komm schon, Popcorn. Ich bin mir sicher, du wolltest welche. 3 Pennies. Was? Du hast keine 3 Pennies? Okay, also wir brauchen 3 Pennies für Popcorn. Was mit euch? Mir ist langweilig. Dieses Schauspiel ist schrecklich. Okay. Okay. Benjamins Kinder machen die besten Schauspieler. Rose geben. Okay. Hast du Rosen? Was ist mit dir? Oi! Ich bin die Türmaus. Halb Tür, halb Maus. Niemand kommt an mir vorbei ohne ein Ticket. Was ist das? Du hast kein Ticket? Dann kommst du hier auch nicht durch. Okay. What? No showing stray cat crossing. Okay. Was mit dem Wolf? Ich glaube, er mag mich nicht. Verständlich. Okay, gespeichert haben wir. Mit dir. Ich möchte nicht zusehen. Benjamin. Die Sphinx. Sie ist so nett. Aber sie sieht traurig aus. Rose geben. Oh, eine Rose. Wird eine Rose sie vielleicht glücklich machen? Dankeschön. Hier, nimm das. Ticket. Okay. Wir haben keine Tickets mehr. Na gut, gehen wir mal rein. What is going on? Hallo. Du, wo bist du gewesen? Tut mir leid, was? Okay, ihr Schauspieler habt echt ein paar Nerven. Wusstest du nicht, dass jeder nach dir gesucht hat? Was machst du da und stehst einfach nur rum? Du bist in 5 Minuten dran. Los, chop chop. What? Okay, ich bin sehr interessiert. Es geht in eine interessante Richtung. Okay, diese Geschichte ist vor einer langen Zeit passiert. Vor 20 Jahren, um genau zu sein. Okay, und das ist der erste Akt der Geschichte. Psst, komm doch. Das ist Cat. Sie ist 5 Jahre alt. Cat, ich bin deine Mutter. Zeit fürs Bett, Cat. Cat, würdest du gerne eine Gute-Nacht-Geschichte hören? Cat, würdest du gerne eine Gute-Nacht-Geschichte hören? Ja. Ich würde gerne eine hören. Ja, wie wär's mit... eine Geschichte über ein Mutterschaf und ihren Sohn? Nein. Nein, danke. Nein? Cat, würdest du gerne Tee haben? Mutter wird den Kessel anschmeißen. Was? Dr. Faust hat gesagt, dass Mutter krank war. Ich dachte, es wäre vielleicht wegen den Zwillingen in ihr drin. Nein? Natürlich, du musst müde sein. Cat, es ist Zeit fürs Bett. Okay. Cat, würdest du gerne eine Gute-Nacht-Geschichte hören? Ich glaube, ich bringe die Schauspieler ein bisschen durcheinander, es tut mir leid. Habe ich Schauspiel versaut? Okay. Wir machen kurz eine Pause. Ich habe gedacht, wenn ich Nein drücke, lässt sie mich einfach nochmal wiederholen, weil ich halt den Text falsch aufgesagt habe. Aber okay. Anscheinend ging das auch. Okay. Okay.
Das ist ja ein seltsames Schauspiel. Ich bin mir sicher, die haben da sehr hart dran gearbeitet. Ich verstehe das nicht. Wir haben keine Pennies? Nee, ne. Ja, ich habe kein Geld, ich weiß. Okay. Hast du dein Glück versucht? Die Sphinx. Die ist so nett. Traurig aus. Hast du Mut, mit mir zu labern? Vielleicht, weil sie keine Rosen mag. Ich vermisse meinen Dad. Okay. Das war schrecklich. Benjamin. Vielleicht soll ich mal zurückgehen mit Benjamin, gucken, ob da irgendwas drin ist jetzt? Der mag mich nicht. Okay, kann ich was machen? So war Benjamin, gegenüber von dem... Hier, da muss das sein. Geht nicht auf. Ich kann sonst nichts aufmachen, ne? Speichere ich nochmal. Picture? Seltsam. Seltsam. Hier von der Bühne gehen? Hier ist nichts. Da kann ich lang. What? Ihr seid auch hier? What? Der Spielemacher redet nicht mehr. Seitdem sein Lieblingsspiel zurückgegangen ist. Pass auf. Oder er könnte dich in ein Spielzeug verwandeln. Okay. Hast du unseren Bruder gesehen? Wir haben ihn Eier suchen geschickt, aber er ist nie zurückgekommen. Das ist sehr lange her. Was ist das? Du hast ein Ei? Können wir uns das vielleicht mal ansehen und behalten? Ei geben, ja. Ich wusste, er wird uns nicht vergessen. Wir werden den Kuchen backen. Du kannst später vorbeikommen, wenn du willst. Okay. Wer bist du? Sag mir, dass ich wunderschön bin. Ja, du bist wunderschön. Ich weiß. Du musst mir das nicht sagen. Okay, ich will ein bisschen Popcorn haben, aber ich kann nicht, bis das Schauspiel vorbei ist. Ich wünschte, ich könnte jetzt welches holen. Okay, brauchen wir Geld für, ne? Ist hier Geld drin? Nee. Kannst du uns Geld geben? Oh nein, ich hasse es. Benjamin wird wütend sein. Ich hab echt Hunger. Okay. Okay, Dude. Puppenhaus. Wo hab ich das schon mal gesehen? Das ist das Haus, in dem du drin bist. Okay, Musikaffe. Warum hat er solche Angst? Bad. Was steht hier? Bad Cat. Okay. Oder geht's noch weiter runter? Nö. Okay. Ich habe immer noch keine wirkliche Ahnung, worum es geht. Ich meine, ja, wahrscheinlich ist es irgendwie unsere Vergangenheit, die wir irgendwie verarbeiten und was auch immer wir machen. Vielleicht kann ich jetzt Popcorn holen? Vielleicht gibt uns das jetzt gratis, weil wir es den Schauspielern geben wollen oder so. Ich habe noch keine Ahnung, was genau passiert ist. Also ja, ich glaube irgendwie, ja. Unsere Mutter hatte Zwillinge und die ging es nicht gut. Und dann ist sie irgendwie gestorben. Ich meine, wir oder wer auch immer das war, die andere Cat, meinte zumindest, sie hat sie getötet. Ob das stimmt, ist halt so eine Frage. Okay, die geben keine Tickets und nichts können wir da machen. So, was mit dir? Ah. Okay. Der Bruder vom Popcorn-Verkäufer, steckt unten beim Spielzeugmacher fest. Vielleicht müssen wir ihn irgendwie befreien. Damit er uns gratis Popcorn gibt. Nee. Also ja, ich muss da was machen, aber wahrscheinlich muss ich erstmal mit seinem Spielzeug finden oder so, damit ich hier weitermachen kann. Benjamin's gonna be mad. Muss ich jetzt nochmal hoch und gucken, ob ich irgendwas... Nee, fuck. Ob ich den Sarg aufmachen kann oder so? Sehr strange alles. Okay. Hier, ich bin durch. Ich kann nicht raus.
wohl kaum irgendwelche random Gräber aufmachen können, ne? Was? Ah, okay, suche ich die Münzen. Mhm. Okay, fies. Okay, ich schätze, ich von Anfang an machen könnte. Kristallschwan. Wofür kann ich Kristallschwan gebrauchen? Ist das ein Spielzeug? Okay, eine Münze habe ich, einen Kristallschwan. Das sind hier oben noch zwei Münzen? Nee. Aber vielleicht kann ich den Kristall schon eintauschen für irgendwas. Nee. Okay, eine Münze. Ein Schwan. Ich schätze, ich laber einfach noch mit allen. Willst du einen Schwan? Ich meine, vielleicht will er dir einen Schwan geben? Hier, ich habe was für dich. Ich frage mich, ob... Ja, ah. Ich vermisse mein Dad. Okay. Hier, willst du einen Schwan? Nee. Willst du einen Schwan? Nee. Hier, ich habe einen Schwan. Ich hab einen Penny. Kann ich eine Drittelpackung haben? Nee, okay. Gut. Ich meine, vielleicht ist das Spielzeug, was der eine sucht. Oder einer von den anderen will das irgendein Spielzeug haben. Ich meine, der eine meinte, er hat was verloren. Und Benjamin wäre sauer. Vielleicht ist es ja ein Schwan. Oh. Nee. Was mit dir? Du hast Hunger. Was mit dir? Nee, den Bruder haben wir nicht gesehen. Lange her, ja. Hm. Nee. Okay, ich hab keine Ahnung. Liegen irgendwo Münzen an der Seite rum, ganz fies oder so. So, mit dir kann ich... Kannst du ein bisschen Popcorn kaufen, bitte? Ja, du musst mir Geld geben dafür, Kollege. Spiegel, da ist nichts drin. Können wir dir quatschen? Mhm. Hm. Was kann ich denn noch machen? Mit dir quatschen? Nee. Mag mich nicht. Vielleicht irgendwas ins Grab von, also in den Sarg von Benjamin legen? Nee, nee, nee. Nick Rose. Crystal. Ob ich in der richtigen Reihenfolge machen muss oder so? Nee, nee. Kann ich irgendwie. Nee. Okay, jetzt bin ich ein bisschen verloren. Was kann ich denn noch machen? Kann ich hier wie hoch? Ist das... Ist das ein Sch... Warum willst du... Warte, ich kann mich nicht erinnern. Okay. Hier, bitteschön. Nimm das. Schlüssel bekommen. Ich kann nicht mehr in den Ticketstand gehen. Benjamin lässt niemanden rein. Seitdem die Katze weggerannt ist. Akt 2 beginnt gleich. Bitte komm zurück. Okay, what? Warte, kann ich nochmal zurück und gucken, ob ich bei Benjamin irgendwie den Sarg aufmachen kann oder so? Bevor ich... hochgehe? Nee. Okay. Aber wir haben Schlüssel. Ich weiß nicht wofür. Du, wo bist du gewesen? Entschuldigung. Okay. Was machst du hier einfach? Wir müssen 5 Minuten dran. Los. Das ist Cat. Cat. Freust du dich drauf, endlich kleine Brüder zu bekommen? Ja, Cat. Freust du dich, kleine Brüder zu bekommen? Ja. Natürlich freust du dich. Ist ja nur natürlich. Bitte geh und erzähl es allen. Sollen unsere Eltern sein? Die Zwillinge kommen. Es könnte schwierig werden, zu bleiben. Alles wird besser werden, wenn wir umziehen.
Okay. Mutter, die Stadt ist wundervoll. Es ist hier immer Sommer. Verabschiede dich von den vier Jahreszeiten. Okay. Benjamin, was ist mit dem Haus? Das Haus? Das Haus ist einfach eine Erinnerung. Benjamin, ich möchte nicht gehen. Ich mag die vier Jahreszeiten. Ich möchte sie nicht zurücklassen. Aber Mutter, die Zwillinge kommen. Warum bist du so egoistisch? Okay. Warum bist du immer so egoistisch? Was bedeutet Familie für dich? Benjamin. War das die Tür? Cat. Wo ist Cat? Das ganze Kämpfen zwischen Mom und Benny machte Cat sehr, sehr traurig. Und so hat Cat sich entschieden, wegzurennen. Was jetzt passiert, ich weiß es nicht. Wir haben den Rest des Skripts verloren. Ende. Okay. Es wirkt einfach wie eine Verarbeitung von Schuldgefühlen oder sowas, die wir vielleicht haben. Vielleicht sind wir abgehauen. Und deswegen... Ich denke mal, Benjamin ist der neue Freund von unserer Mutter, ne? Nee, aber Benjamin hat doch... Nee, Benjamin hat, glaube ich, Mutter zu der Mom gesagt, weil die hier nicht wissen, wie wahrscheinlich menschliche Interaktionen funktionieren, ne? Das war eben gerade ein bisschen verwirrend. Okay, ich denke mal, vielleicht sind die beiden dann irgendwie uns hinterhergefahren oder sowas und hatten dann einen Autounfall. Oder wir haben irgendwie dafür gesorgt, dass sie einen Unfall hatten oder halt irgendwie verstorben sind. Und wir geben uns seitdem extreme Schuldgefühle. Und alles, was wir halt erleben, ist in irgendeiner Form... unterbewusste Erinnerungen, die wir irgendwie unterdrücken oder so. Vielleicht sind wir dabei auch draufgegangen. Weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht. Ein Kuchen? Lecker aussehender Kuchen. Ja, ich nehme mal mit. Okay, was haben wir unten? Kann ich mitnehmen? Nee. Aber das ist ja der Bruder von dem einen, oder nicht? Okay. Die Frage, ob das mit dem möglichen Teufel irgendwas hiermit zu tun hat, aber vielleicht haben wir auch... Erstmal warten. Ich habe ein paar Ideen, aber ich glaube, es kann sich alles noch enorm ändern. Keine Tickets, bla bla. Sagst uns was Neues. Blablabla. Magst mich nicht. Komm, speichern. Okay. Selbst Google hat mir jetzt nicht so nicht geholfen, weil extrem viele Leute scheinen hier festzuhängen. Alle haben andere Probleme. Was ich anscheinend machen muss, ist irgendwie das Theaterstück resetten und alle verschiedenen Antworten... Ist das eine Tür? Was? Das habe ich überhaupt nicht als Tür erkannt. Was die ganze... Oh, fuck. Ja, okay. My bad. Na gut. Dann, ja gut, dann wahrscheinlich gibt es kein Problem, ne? Wahrscheinlich laufe ich jetzt einfach hier durch. Mal gucken. Okay, aus Eis. Was haben wir hier? Okay. Wahrscheinlich können wir damit das Ding resetten und das ist dann... Und dann geht's weiter, ne? Die Uhr funktioniert nicht mehr. Ist seit 15 Jahren eingefroren. Cat, kannst du dich erinnern? Wahrscheinlich ist seit 15 Jahren der Scheiß passiert. Nein. Hier, versuchen wir es nochmal. Gott, da muss ich alles noch machen? Was ist gerade passiert? Oh Gott, damn it. Okay. Kann ich alles mitnehmen? Ne, das war nicht das. Brauche ich das hier wieder? Okay, habe ich noch die Items von eben? Ja, hab ich. Okay, ich hab den Kuchen. Ich hab einen Penny. Muss ich... Oh Gott, dann muss ich jetzt wirklich jeden Penny einsammeln?
Also muss ich jedes Mal einen Penny einsammeln. Wo war das denn? Das war hier drunter, glaube ich, irgendwo. Was hier? Nee, wo war denn der Penny? Hier? Nee. Unten? Na, Coin. Uiui, okay. Okay, gut. Ich hoffe, wir können jetzt mit den Gegenständen, die wir haben, vielleicht ein bisschen was skippen. Wenn wir jetzt wirklich mehrmals genau das gleiche machen, wäre ein bisschen nervig, ne? So, was können wir mit dem Kuchen machen? Wer will einen Kuchen? So ein Kuchen? Das ist ein Schwan. Ja. Key. Haben wir jetzt zwei Keys? Ja. Was? Okay. Können wir damit hier rein? Geschlossen. Key benutzen. Aufgang, aber Key ist kaputt gegangen. Ich schätze, das machen wir mal schnell und sammeln dann direkt die letzte Münze ein. Weil da haben wir schon mal die dritte Münze, wir brauchen genau drei. Um Dings zu kaufen. So, okay, nehmen wir jetzt nochmal den Schwan. Vielleicht, wenn wir schon mal hier sind, why not? Vielleicht können wir noch irgendwas anderes benutzen. Ja, ja. Okay, hier war die Münze, ne? Penny, ja, okay. Aha. Mit zwei Rosen? Bin ich mir sicher. Es geht nicht auf. Wahrscheinlich ist da Zahnrad drin oder sowas, was wir ganz am Ende brauchen. Ah ne, was wollen wir noch? Haben wir jetzt alles? Du. Ich glaube schon. Okay, wir kaufen hier Popcorn. Sehr schön. Hier ist langweilig. Okay, willst du irgendwas haben? Benjamins Kinder machen die seltsamsten Schauspiele. Wir können ihnen eine Rose geben. Selbst. Ich hasse Rosen. Okay, das war das gleiche wie am Anfang. Stimmt, dabei was. Was willst du haben? Die Sphinx. Blablabla, so nett. Blablabla. Okay, was soll uns Ernst nochmal geben? Ein Ei oder sowas, ne? Danke, bitte. Nimm das. Ticket. Okay, Ticket brauchen wir. Ticket ist gut. Okay, er ist weggelaufen. Dir geben wir ein Ticket. Ja, ja, hier, ja, bla 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 bla. Wir sind Schauspieler, wir brauchen kein Ticket eigentlich. Aber gut, mach mal, wie du willst. Du weißt schon, was du tust. Speichern wir einmal. Picture. Schön. Okay. Bla bla bla. Du, wo bist du gewesen? Right. Okay, bla bla. Alle suchen nach dir. Ja, ja. Was machst du hier? Schiffen musst du auf der Bühne sein. So. Ich schätze, wir sollten so gut wie möglich mitspielen. Wahrscheinlich müssen wir in Akt 2 sagen, dass wir uns nicht auf die Kinder freuen, ne? Ich glaube, wir sollen ja dafür sorgen, dass wir es möglichst realistisch nachspielen. Weil er hat ja gefragt, ob wir uns daran erinnern können, was passiert ist. Sie ist 5 Jahre alt. Cat, ich bin deine Mutter. Zeit fürs Bett. Cat, möchte deine Geschichte hören. Ja. Wie wär's mit Geschichte Mutterschaf und ihrem Sohn? Ja. Es war mein Mutterschaf und ihr Sohn. Okay, das war Mutters Lieblingsgeschichte. Aber eines Tages eine Gruppe von Wölfen kam und hat ihren Sohn gegessen. Mutter Schaf war sehr traurig, aber hat sich auch gefreut. Ende. Sure. Kurze Pause. Okay, dann gehen wir jetzt runter. Was haben wir jetzt Popcorn haben wir jetzt geholt, oder? Ja, haben wir. Okay, das heißt, wir gehen runter. Du willst Popcorn? Du bist ugly. Naja. Oh. Ich fühle mich verletzt. Ich will jetzt Popcorn. Okay, geben wir dir Popcorn.
Ja. Ja, Bockhorn. Was kriegen wir dafür? Nimm das hier. Ein Holzblock. Vielleicht Lieblingsspielzeug von Dings? Okay. Ja, Lieblingsspielzeug, bla bla. Sechs uns irgendwas Neues. Kuchen. Hier ist ein Vogel. Okay. Ich schätze, wir haben nicht unendlich viel Zeit in jedem Loop. Du, wo bist du gewesen? Tut mir leid. Oh, okay. Was? Okay, der holt uns einfach ab, egal wo wir sind. Got it. Okay, okay. Wir haben jetzt den Holzblock, den wir wahrscheinlich unten bei dem Spielzeugmacher irgendwie eintauschen können. Gut, das ist komplizierter, als ich dachte hier. Freust du dich, ein paar Geschwister zu bekommen? Cat, freust du dich, Geschwister zu haben? Nein. Natürlich nicht. Ist nur natürlich. Bitte geh und erzähl es allen Leuten. Achso, ich muss ja durch. Die Zwillinge kommen. Es könnte schwierig sein, hier zu bleiben, bla bla bla. Ja, das ist genau das gleiche wie vorhin. Mit dem Umziehen. Die Stadt ist wunderschön. Ja, ja, ja. So. Wir müssen jetzt abhauen, ne? Wir hatten eh keine Möglichkeit, irgendwas anderes zu machen. Ja. Was haben wir sonst noch für Möglichkeiten, Sachen zu sagen? Weil eine Person meinte im Steam-Forum, dass man alle Interaktionen einmal machen muss, sonst geht's nicht weiter, aber ich glaube, das stimmt nicht. Okay, Rest des Skripts ist weg. Wir müssen den Rest des Skripts finden, das ist das Endgoal quasi, damit wir halt die Story rausbekommen. Aber ich mir mehr oder weniger zusammenreimen könnte, was passiert sein könnte, aber ich bin mir echt nicht sicher. Ja, wo ich nicht mal weiß, ob ich auch wissen will, was die exakte Lösung der Story ist. Ja, vielleicht ist es interessant, wenn man es nämlich ein bisschen selbst zusammenreimen muss. Aber gut, Holzblöcke. Na, geht jetzt nicht mehr da. Also müssen wir wieder resetten. Okay. Können wir noch irgendwas machen draußen? Das haben wir so gemacht. Wir haben einen Vogel neu, wir haben einen Holzblock neu. Das sind die neuen Sachen. Kann man sich den Holzblock wahrscheinlich hier unten? Vogel, keine Ahnung. Vogel halt. Da ist nix. Ich will. Willst du einen Vogel? Speichern. Picture? Okay. Dann. Willst du irgendwas? Nö. Was anders jetzt? Okay. Okay. Es wird langsam ein bisschen zäh. Es wird ein bisschen zäh. Ich glaube nicht, dass wir noch eine Münze brauchen, aber ich nehme eine mit. Ja, ja. Es sollte vielleicht einen Dialog skippen. Nachdem er hier irgendwie das vierte Mal ist oder so. Man muss nicht alles dann nochmal lesen, eigentlich. Okay, hier war die Rose. So, so kriegen wir das Ticket. Gib her. Ja, ja, ich weiß, hier. Willst du eine Rose? Ich weiß, ist super. Ist super. Okay, Ticket. Schön. Ja, ja. Können wir mehrere Rosen geben? Ja, schön. Und zwei Tickets? Cool. Okay, beginnt gleich, ja, ja. Okay, dann holen wir uns jetzt oder. Ah, wir können nur zwei Interaktionen pro Loop machen, ne? Oh, okay. Dann hätten wir vielleicht nicht zwei Tickets holen sollen. Whatever.
Ich lasse vielleicht zeitlich begrenzt, denn es sind die Interaktionen, die wichtig sind. Na gut. Dann gehen wir jetzt gleich direkt mal runter zum Spielzeugmacher. Vogel. Was können wir Vogel machen? Vielleicht will die Sphinx einen Vogel sehen? Ich weiß nicht, wer sonst. Okay, was können wir jetzt hier anders machen? Ja, skip. So, will ich eine gute Nachtgeschichte hören? Nein. Vielleicht muss ich mehrmals Nein sagen. Okay, hallo Mutter, hallo Cat. Ich bin es, Benjamin. Okay, er wollte immer, dass ich ihn Benjamin nenne. Oh. Ich hab dir ein Geschenk gebracht, möchtest du es sehen? War das am Anfang schon? Ich glaube ja, ich sag mal nein. Nein, danke. Mutter. Nee. Riley und Logan sind die Zwillinge. Sydney und Kendall. Ach, das sind die ganzen möglichen Namen für unsere... Okay. Okay. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich beim ersten Mal das Geschenk angenommen habe oder ob irgendwas anderes war. Muss ich jetzt nochmal alles resetten, weil ich vielleicht das Geschenk hätte annehmen sollen? Goddammit. Okay, wir gehen jetzt mal runter und machen jetzt den ganzen Kram hier. Weil ich glaube, der Spielzeugmacher will diese komische Scheiße hier sehen. So. Entschuldigung. Holzblock. So, okay. Spielzeugsoldat bekommen. Kann ich hier irgendwie reinstellen oder so? Okay, keine Ahnung. Willst du den haben? Mhm. Hast unseren Bruder gesehen? Nein, lass mich mal in Ruhe. So, was wolltest du? Du wolltest Kuchen haben, ne? Ja. Du wolltest Popcorn haben, du bist wunderschön. Okay, dann schätze ich gerne den noch mal kurz raus. Gucken, wie wir den Vogel geben können. Bist du? Bitte, du willst den Soldaten? Mom, guck mal. Ah, das ist... Okay. Schau mich an. Okay. Okay, er ist jetzt viel besser erzogen. Vielen Dank. Hier. Vielleicht braucht er das nicht mehr. Script? Oh. Der Kleine hat es auf dem Boden gefunden. Vielleicht kannst du damit ja irgendwas anfangen. Okay, müssen wir das Script jetzt irgendwie geben oder ist es jetzt automatisch benutzbar, weil wir es dabei haben? Ich will nicht nochmal jetzt hier als resetten müssen. Picture? Okay, komm. So. Du. Yeah, skip. Das hätte das Spiel schon ein bisschen cutten können alles, ne? Man muss nicht jedes Mal den gleichen Dialog lesen, das ist schon stark nervig. Sehr schnell. Vor allem, wenn man es halt 4-5 Mal irgendwie machen muss. Okay. Bitte lass es jetzt Akt 3 werden. Ich werde mal wissen, wie die Geschichte zu Ende geht. Ich bin jetzt hier gefühlt seit einer Stunde in dem Theater. Okay, Cat rennt weg. Weckt. Und jetzt? Oh, ich hab das doch dabei. Kannst du das nicht irgendwem zeigen? Ende. Oh, fuck. Okay, wer will das sehen? Wem soll ich das denn... Oh, come on. Back in hell. Okay. Vielleicht können wir mit ihm reden. Hier. Und ich nehme noch das Geschenk am Anfang an, weil ich weiß nicht mehr, was das war. Goddammit. Okay. Okay, wer will denn das Skript haben? Willst du irgendwas haben? Bird. Du willst ein Bird haben. Okay. Okay, das ist ein Schwan und ein Bird. Key haben wir auch noch bekommen. Kann ich dir das Skript geben?
Wer will denn ein Skript haben? Willst du ein Skript haben? Okay, keine Ahnung. Vielleicht... Nein, willst du ein Skript? Blabla. Okay, ich habe das jetzt so oft wiederholt, dass ich mir nicht mal mehr sicher bin, ob ich das jetzt hier das letzte Mal gelesen habe, aber... Das ist der Kontext für den Schal von unserem Stiefdad, keine Ahnung, von dem haben wir uns auf jeden Fall geschenkt bekommen. Ist es jetzt ein weiteres Piece, das wir brauchen, um uns daran zu erinnern, was wirklich passiert ist? Auf jeden Fall, das hat uns ja vorhin schon irgendjemand mal gesagt. Das ist aber jetzt schon so lange her. Ich wiederhole das gerade schon so oft, dass ich nicht mehr weiß, ob das unsere Cat-Kopie uns gesagt hatte oder ob das irgendein Flashback war oder so. Oder ob wir das hier auf der Bühne gesagt bekommen haben. Aber ja, von ihm haben wir das auf jeden Fall. Also, wem muss ich jetzt... Wem gebe ich das Skript? Willst du ein Skript? Ja, okay, danke. Ah. Okay. They don't hate you. Ja. Yeah. Ich gebe dir was Cooles nach dem Spiel. Okay. Gut. Weiter geht's. Ich glaube, dann haben wir alles. Ja, komm, quatsch mit uns. Was dem Spiel übrigens sehr, sehr gut getan hätte, wäre, wenn die anderen Leute reden, dass wir bei denen, genau wie bei uns halt, die Nahaufnahmen vom Gesicht so sehen würden, vor allem bei den etwas gruseliger aussehenden Typen. Wäre dann, wird vielleicht ein bisschen Atmosphäre dazu geben. Ich finde es übrigens schade, wie wenig Horror das jetzt in der letzten Stunde oder so war. Ich meine, die kurzen Sequenzen zwischendrin waren ja ganz creepy, aber das hier ist halt echt einfach gerade nur ein reines Puzzle-Game, was ein bisschen weird ist. Nein, ich freue mich nicht auf meine Geschwister. No. So, okay. Aber jetzt bekommen wir wenigstens gleich das Ende der Geschichte zu hören. Wenn es jetzt wirklich irgendwas in der Richtung ist, wie ich es mir dachte, dann ist es natürlich jetzt ein bisschen enttäuschend. Vor allem, wenn man so lange dafür arbeitet und sich die ganze Zeit schon ein bisschen zusammenreiben konnte, welche Richtung es gehen könnte. Und das Spiel halt dich nicht, in Anführungszeichen, verstehen lässt, was passiert ist, weil das Spiel denkt, dass der Hauptcharakter einfach keine Ahnung hat, worum es geht. Aber vielleicht ist es völlig anders. Vielleicht soll man ja auf die Richtung hier gebracht werden und denken, dass es mit den Schuldgefühlen so zu tun hat. Aber mal gucken. Ja, das hätte man wirklich skippen können. Ja, Haus, bla bla. So. Akt 3. Bitte, dass wir jetzt nicht zwischen Akt 2 und 3 nochmal mit deinen Leuten labern oder so. Mach einfach direkt Akt 3. Okay. Mom und Benny haben sich sehr viel gestritten. Sind nur noch über die Zwillinge geredet oder davon wegzuziehen. Oder dass Mom krank war. Aha. Hat Kat alles sehr traurig gemacht. Okay. Mom hat aufgehört, mir nachts Geschichten vorzulesen. Okay, Benjamin hat aufgehört, mir Geschenke zu geben. Und deswegen... Hätte ich dazu entschieden. In dieser Nacht habe ich mich dazu entschieden, abzuhauen. Ja. Das ist Cat. Sie ist weggerannt von zu Hause. Sie ist sehr traurig. Sepp, mach langsamer. Hey Cat. Kannst du dich noch an mich erinnern? Wer redet hier gerade mit wem? Was? Sepp, langsamer. Wuff, wuff. Ah, okay. Was ist das? Ein Mädchen? Hallo? Hallo? Ich mag deinen Hund. Das ist Sebastian. Uff. Hilf mir zu sehen. Du kannst nicht sehen. Was stimmt nicht mit deinen Augen? Okay, sie wurden verbrannt. Aber Dr. Faust sagt... Er kann sich um sie kümmern. Du kennst Dr. Faust auch?
Kann ich ein Bild machen? Von mir? Cat, wo ist Cat? Benjamin, du fährst zu schnell. Oh, ist jetzt wirklich genau das, was ich gedacht habe. Cat, wo ist Cat? Ach, das ist das Auto, was wir am Anfang hier gesehen haben. Die sind ins Ausgewicht und dann wogegen gefahren und deswegen sind... Ja, okay. Okay. Sie will Bilder machen, damit sie eines Tages, wenn sie wieder sehen kann, die ganzen Bilder von den ganzen Orten, wo sie gewesen ist. Okay, das ist eigentlich ganz süß. Okay. Wir suchen nach dieser Katze. Okay. Die Bilder sind alle verschwommen. Was? Wenn du dich die ganze Zeit bewegst beim Fotos machen. Hier beweg dich nicht mehr. Okay. Jetzt mach ein Bild. Das ist, also manche Sachen macht das Spiel echt gut. Zum Beispiel das mit diesem Hold Still, dass wir ihr das gesagt haben und sie das halt im Spiel zu uns sagt, wenn sie von uns ein Bild machen und sowas. Das sind ja alles süße Sachen. Viele Sachen sind auch ziemlich gut zurückgebracht, wie dass die Wölfe halt die vier Jahreszeiten sind und hier halt quasi ein Wolf ihr Hund ist. Dass halt so unser Unterbewusstsein in die Story einfließt, ist schon ganz gut gemacht. Wuff, wuff. Deshalb möchte ich deinen Namen wissen. Mein Name? Mein Name ist Cat. Nice to meet you, Cat. Mein Name ist Bark. Wuff, wuff. Wir sollten nach Hause gehen. Es wird spät. Sollst du nicht auch nach Hause gehen? Ich bin weggerannt von zu Hause. Warum? Mom und Dad, sie möchten mich nicht mehr. Sie könnten aber nach dir suchen. Sie machen sich doch bestimmt Sorgen. Guck mal, eine Katze. Eine Katze wo? Da, läuft gerade über die Straße. A stray cat, just like you. Ja, got it. Wir haben die Metapher schon verstanden, Freunde. Vielen Dank. Genau wie ich. Oh, Bild. Nicht bewegen. Vielleicht ist sie auch einsam, genau wie ich. Ja, wir haben die Metapher verstanden. Hier, Kitty, Kitty. Jetzt kommt das Auto, oder? Und wir haben den Unfall irgendwie ausgelöst. Was stimmt nicht? Hast du dich verlaufen? Okay, es wird langsam spät. Weißt du, wo dein Haus ist? Ich kann dich mit nach Hause nehmen, wenn du willst. Wuff, wuff. Cat, ein Auto. Oder wurden wir auch überfahren? Cat, nein. Hey Cat. Kannst du dich noch an mich erinnern? Wurden nur die beiden befallen? Warte, Moment mal. Du bist zurückgekommen. Ich wusste, du würdest es tun. Deswegen habe ich gewartet. Deswegen haben wir alle gewartet. Danke, Cat. Also, vielleicht wurden sie und ihr Hund, okay. Also diese Freunde, die wir nicht kannten, wurde, glaube ich, überfahren. Bis wir gerade kennengelernt haben. Aber ich glaube, uns ist tatsächlich nichts passiert. So, die Frage, was mit uns passiert ist, warum wir das alles hier erleben, ist noch offen. Das könnte halt entweder bedeuten, dass wir tot sind oder dass wir das halt irgendwie alles so verarbeiten oder so. Okay, die Show ist vorbei, jetzt können wir die ganzen Preise gewinnen. Hier, ich glaube, du sollst es haben. Gear. Okay, Benjamin würde wollen, dass du es hast. Mhm. Das setzen wir jetzt hier ein, ne? Okay, passt perfekt. Da-dum. Es war nicht deine Schuld. Du kannst nichts dafür.
gibt Billionen verschiedener Daddys in der Welt. Okay, Millionen von Mädchen bekommen die Liebe ihres Dads. Aber nur kleine Cat bekommt die Liebe von Benjamin. Was? Deswegen möchte ich, dass du mich Benjamin nennst. Cat. Du erinnerst dich jetzt, oder? Dad? Ich weiß nicht, ob es einfach komisch formuliert war, ob es jetzt anspielen sollte, dass dir vielleicht ein paar unangebrachte Sachen mit ihr gemacht hat. Weil das wirkte gerade, es war sehr komisch formuliert. Aber vielleicht, keine Ahnung, vielleicht. Es tut mir leid, Was? Oh. Das ist manchmal ein bisschen doof. Das mag ich manchmal nicht in so RPG-Maker-Spielen, wenn man halt den Text skippen will, weil der super langsam vorangeht. Skippt man manchmal, weil die Sachen in unterschiedlichen Tempos kommen, dann direkt die Antwort, die danach kommt. Okay, ich glaube, ich habe gesagt, es war nicht meine Schuld. Meine Schuld? Was kann ich sagen? Meine Schuld? Okay. Ich bin weggerannt. Jeder rennt manchmal. Rede ich gerade mit meinem eigenen Unterbewusstsein? Ich glaube ja, ne? Jeder rennt manchmal. Aber ich hätte es nicht tun sollen. Tut mir leid. Okay. Ich glaube, das war nicht so gemeint, dass Benjamin uns irgendwas angetan hat. Ich glaube, das sollte eher gerade süß gemeint sein. Mit dem... Ich bin halt mehr als nur ein Dad. Ich will, dass du mich bei meinem Vornamen nennst. Ich habe keine Ahnung. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wir ignorieren das erstmal. Vielleicht wird deswegen gleich noch irgendwas erwähnt. Aber ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das war eher süß gemeint und nicht creepy. Es tut mir leid. Okay, wir wiederholen das einfach, ne? Nee, das meine ich. Die Punkte kommen so im komischen Tempo, dass man manchmal den Satz danach skippt. Da. Okay. Du hättest es nicht wissen können, aber ich hab's gewusst. Ich wusste, es würde passieren. Ich wusste, sie würden mich holen, kommen und mich finden. Komm und find mich. Okay. Komm und find mich. Ich wollte, dass sie mich finden. Du warst einfach nur einsam. Du hast es nicht so gewollt. Du warst einfach nur einsam. So einsam. Immer noch einsam. Es tut mir leid. Aha. Tut mir leid. Oh Gott, damn it! Okay. Entschuldigung. Sorry, hiernach warten. Ja. Das habe ich aber schon gemacht. Okay. Muss ich mal durchlaufen? Okay, dich fragen wir. Es tut mir auch leid. Okay. Kann ich weg einfach? Nö. Ja, verstanden. War nicht deine Schuld, aber es war meine Schuld. Ja. Meine Schuld. Ich bin weggerannt. Ich weiß nicht, ob ich es einfach oft genug machen muss, ob ich eine bestimmte... Kampffeind mehr. Ich soll die richtige finden, glaube ich, aber keine Ahnung. Bewegt sich einer von denen anders oder so? Kampffeind mehr. Die den meinet. Ich wollte, dass sie mich ansehen. Mich ansehen. Ja. Mich ansehen. Okay, ich glaube, ich mache Fortschritt. Sie haben dich sehr geliebt. Das ist nicht wahr.
Sie hassen mich. Ja. Okay. Ich hasse dich nicht. Ich glaube, es geht ja mehr darum, dass wir uns selbst verzeihen müssen und nicht, dass sie uns verzeihen. Du bist nichts. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Oh, mit... Oh, goddammit. Ah, das ist keine gute Sequenz. Das ist ein sehr wichtiger, emotionaler Moment der Story. Und wenn das Spiel denkt, dass man das Falsche gesagt hat, resettet das halt quasi. Du musst wieder von vorne anfangen, dir wieder die richtigen Sachen einreden. Ah, okay, wir müssen hier also... Okay, wir müssen einfach Ego pushen. Ja, nein, du hast nichts Schlimmes getan. Ja, deine Schuld. Bin weggerannt. Ich weiß nicht, was soll ich hier sagen? Du hättest es nicht wissen sollen? Aber ich... Ja. Ah, okay, das finde ich nicht gut gelöst. Ich glaube, hier ist irgendwie das Problem. Dass man halt als Spieler emotional die Story schon quasi vor einer Stunde verarbeitet hat. Und dadurch ist halt dieses Langgezogene jetzt ein bisschen... Ist halt so, ja, komm. Weiter. Ist halt sehr viel Selbstmitleid vom Main-Charakter, den man halt storytechnisch schon abgeschlossen hat. Also den Teil der Story quasi. Als Spieler. Okay, ich google jetzt, was die genaue Abfolge der Sachen hier ist, weil ich will das nicht 2000 Mal machen. Heilige Scheiße. Okay, was willst du denn von mir, Spiel? Was ist denn die genaue Abfolge von Worten, die du für richtig hältst, damit du aufhörst hiermit? Goddammit. Okay, ja, meine Schuld. Ja. Du bist weggerannt. Ja. Tut dir leid. Ich glaube, das ist der richtige Anfang. Nicht deine Schuld. Doch, deine Schuld. Okay. Bist du unzufrieden damit? Okay, so. Wir müssen zu I'm sorry. Hör doch auf mit deinem My Fault-Ding jetzt. Ist gut. Yeah, okay. Ich glaube, wenn das kommt, ist einfach kackt. Dann müssen wir erstmal ein bisschen weiterlaufen, bis ihr irgendwie wieder resettet und sich wieder ein bisschen zurechtfindet. So. Oh mein Gott, Alter. Du. Nee, immer noch Selbstmitleid? Du bist weggerannt. Ja. Hier müssen wir sagen, you couldn't have known. Ja, du wusstest, dass es passieren könnte. Dass sie sich finden wollen würden. Come find me. Ja, ich versuche die ganze Zeit schon. Okay, come find me. I wanted them to. You didn't mean it. Ich finde, es wirkt ein bisschen... halt ein bisschen random irgendwie. Warum ist die eine Lösung richtig und die andere komplett falsch? Also warum resettet die eine einfach alles? Oder geht er zurück? Okay, die wird mich nicht anschauen. Sie haben dich sehr geliebt. Das stimmt nicht. Sie hassen mich. Hassen mich. Okay. Du. Ja? Nicht zu schnell drücken? Okay. Sie hassen dich nicht. Okay. Ich habe mit ihnen geredet. Mit allen. Mit den Zwillingen, Mom, Dad. Sogar dem Jungen mit der Kamera. Achso, ein Junge. Okay. Sie werden dir vergeben. Solange du sie nicht vergisst. Sie werden dir vergeben, solange sie nicht vergisst. Cat. Okay. Es ist eigentlich schade, weil eigentlich könnte das ein sehr guter emotionaler Moment sein, wenn er halt nicht so platt getreten worden wäre. Über die letzten Stunden gefühlt. Nee, aber eigentlich ist es ja eigentlich nicht schlecht. Es ist schon ganz gut gemacht, aber... Okay. Du hast die Uhr wieder repariert. Die Zeit ist nicht mehr eingefroren. Das Haus ist nur noch eine Erinnerung. Verschwindet langsam. Du musst abhauen. Folg mir bitte. Okay. Können wir irgendwas öffnen hier nochmal? Von Benjamin oder so? Schnell. Wie lang? Okay, Entschuldigung. Komm, hier lang.
Nee, soll ich nicht hinterher? Okay. Nee, fast da. Achso, ich kann laufen jetzt. Los, du musst gehen. Ich dachte aber, die Mom wäre gestorben, als sie noch schwanger war und nicht, als die schon geboren waren, die Zwillinge. Aber ich glaube, das wurde nie unbedingt... Ich bin, glaube ich, nur von ausgegangen. Ich glaube, es wurde nie so erwähnt, aber okay. Ich bin auch noch in Erinnerung. Cat. Ich weiß, es ist hart, aber... Vergiss mich nicht schon wieder, okay? Wir kannten uns eine Minute 30 oder sowas, bevor du überfahren wurdest. Okay. Versprech's dir. Warte. Ich kannte deinen Namen nie. Mein Name? Mein Name ist... Ja, gut. Unglücklich. Da, wo wir immer resettet wurden, ne? Ja, okay. Okay, renn einfach weg. Das war's einfach. Okay. Ich finde, die Grundlage ist ja eigentlich echt gut. Aber auch wie die ganzen Erinnerungen und verschiedenen Sachen eingebaut waren in die Story mit den vier Wölfen, die Jahreszeiten waren und sowas. Das war eine nette Idee. Aber ich finde, das Spiel hat sich ziemlich viel selbst kaputt gemacht damit, wie unfassbar sehr es dir dann doch alles erklären wollte, damit es halt jeder versteht so am Ende. Es war halt so... Ja... Vielleicht kam es mir nur so vor, weil ich relativ schnell erraten habe, in welche Richtung es geht. Und dann war es halt so, ja okay, jetzt geh weiter mit der Story. Ich bin ja schon selbst zu dem Schluss gekommen, dass das wahrscheinlich die Erklärung für die Sachen ist. Und da hat es halt dann sehr langsam alles erklärt. Und halt so typisch RPG-Maker-mäßig ist halt jeder Text sehr langsam, jede Animation ist sehr langsam. Und wenn man halt einfach nur den nächsten Punkt der Story dann erreichen will, ist es halt so, ja, I get it. Oh, hallo? Ist halt die Frage... Warum waren wir jetzt eigentlich hier? Also, sind wir gestorben? Also, warum haben wir das alles erlebt? Das ist einfach unser Schuldgefühl, unser Unterbewusstsein, was hiermit gelebt hat. Also, was einfach in unserem Kopf abspielt, diese ganzen Sachen hier. Irgendwelche Albträume, die wir haben oder so. Oder ist es gerade wirklich übernatürlich passiert und es sind Geister, die uns halt... Okay, was mit den Sounds? It's spooky. I like it. Und der Horrorfaktor war halt in der zweiten Hälfte des Spiels auch komplett weg, ne? Soll das brennende Auto irgendein Twist gewesen sein, dass wir irgendwie auch tot sind? Aber, ne, wahrscheinlich nicht, ne? Selbst wenn, ich meine, ist im Endeffekt egal, ob wir tot sind oder nicht, ist für den Ablauf der Story relativ egal. Weil es geht ja eigentlich nur darum, dass wir einen Seelenfrieden finden. Ob wir jetzt dabei am Leben waren, ob wir es als Geist gemacht haben, ist völlig irrelevant an sich. Da war Potenzial wirklich gut zu sein, aber ich fand, selbst bevor die Story sich ja zu oft selbst aufgelöst hat, hat mich das Gameplay ein bisschen genervt. Es ist halt das Problem. RPG-Maker-Spiele sind einfach manchmal so... Die sind so clunky. Die sind so... Animationen sind so langsam, Text ist so langsam, wie ich halt erwähnt habe. Das Rumlaufen ist manchmal nervig, jetzt einfach nur laufen und Sachen anklicken.
Die erste Hälfte war echt gut, in der zweiten Hälfte wirkt es, als ob er einfach den kompletten Horror aufgegeben hat und sich einfach nur eine tiefe, coole Story dann überlegen wollte. Ich fand es auch ein bisschen, mir war es ein bisschen zu schnulzig. Es war halt so Zeitlupe, wie die dann überfahren werden und bitte vergiss mich nicht und ja, ich meine so, ja, okay. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ein super cooles Spiel ist, wenn man, keine Ahnung, wenn man so das mit 14, 15, 16 oder sowas dann auf YouTube sieht oder sowas. Und so die Story mitbekommt, vielleicht noch nicht 400 Mal so eine ähnliche Story in anderen Spielen gesehen hat oder in Filmen oder was auch immer. Dann ist es, glaube ich, sehr, sehr geil. Also ich glaube, ich bin nicht unbedingt Zielgruppe dafür, aber es ist schon ganz gut gemacht. Mir ist halt nur zu schnulzig und zu sehr so Happy End, Seelenfrieden. Alle haben sich lieb, alles ist schön. Es ist halt, ist nicht unbedingt so die Thematik, die mich jetzt super hart anspricht und ich jetzt super interessant finde. Ich fand es auch ein bisschen zu oft alles erklärt, aber ja. Also ich glaube, es ist nicht unbedingt ein Spiel für mich, aber es ist ganz gut gemacht. Aber ich würde mir jetzt, glaube ich, so eine 6,5 geben. Der Ansatz war echt cool. Ein paar der Visuals waren nett, die Viecher sahen cool aus. Aber die Umsetzung war mir dann so ein bisschen, keine Ahnung, wie erklärt man es? So zu Undertale-ig von der Art her. So ist halt so sehr tumblerig, so ein bisschen. I don't know. Ist, glaube ich, nicht so ganz für mich, aber es ist objektiv schon ganz gut gemacht. Hätte aber nur, wie gesagt, die Story hätten vielleicht ein bisschen mehr Tempo geben können, vielleicht nicht ganz so schnell erkennbar machen sollen, worum es geht. Aber es ist an sich ein grundsolides Game. Ich kann vollkommen verstehen, wenn Leute es hier sehr, 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 sehr cool finden. Ah ja, okay. Das war Sprocket Crossing. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, einige von euch werden das wahrscheinlich mögen, werden sehr viel Nostalgie mit verbunden haben. Ist natürlich auch eine Sache, dass ich halt 2022 zum ersten Mal gespielt habe. Es ist natürlich was anderes, wenn man es 16, 14, 15, 15 glaube ich, sich zum ersten Mal anguckt hat und noch nicht super viele ähnliche Vergleiche dazu hatte oder sowas von anderen Spielen. Also ja, ich kann verstehen, wenn man es cool findet. Aber gut, das war's dann. Bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Golden Design. Bye, bye.